Germani hatte Caesar die Stämme genannt, die östlich des Rheins in unzugänglichen Gebieten lebten. Auf ihren Beutezügen waren sie immer wieder auf römisches Territorium vorgestoßen. Um die Zeitenwende beschließt Kaiser Augustus, diese offene Flanke zur Provinz Gallien zu sichern. In mehreren Kriegszügen sollen die germanischen Stämme unterworfen werden. Einige wehren sich voller Ingrimm, andere schließen ein Bündnis mit Rom. Unter ihnen die Cherusker, ein Stamm an der Weser. Heute herrscht besondere Wachsamkeit. Die Römer kommen, um von den Cheruskern Tribut zu fordern. Noch vor ein paar Jahren sind die Germanen in ihren Dörfern und Häusern unter sich gewesen. Es ist die Heimat eines Jungen, der später Arminius genannt wird. Er ist etwa 11 Jahre alt, als sich sein Leben auf einen Schlag verändert. Arminius Vater Segemir gehört zum Adel der Cherusker. Segemir ist ein erklärter Gegner des Bündnisses mit Rom. Die Soldaten verheißen nichts Gutes. Sei gegrüßt, Segemir. Was willst du, Segestes? Du weißt, ich habe dich als Führer unseres Stammes schon längst anerkannt. Das heißt jedoch nicht, dass du mir willkommen bist. Und erst recht nicht in dieser Begleitung. Du sagst es, Segemir. Alle Fürsten der Cherusker haben mich auf dem Ting zum Anführer bestimmt. Und sie alle sind meinem Rat gefolgt, ein Bündnis mit den Römern einzugehen. Was willst du? Es ist an der Zeit, unseren Teil des Abkommens zu erfüllen. Ich bin hier, um deine Söhne abzuholen. Dass die Römer Söhne verbündeter Fürsten als Geiseln nehmen, ist gängige Praxis. Erfüllungsgehilfen wie der Germane Segestes sahen in ihrer Kooperation mit Rom persönliche Vorteile. Wir wissen relativ wenig über die Vorgeschichte der Cherusker. Sie treten plötzlich in augusteischer Zeit in Erscheinung und waren zeitweise Rom gegenüber feindlich. Und dann wurde aber auch ein Bund mit Rom geschlossen und Segestes war die führende Figur der Cherusker in dieser Zeit der römischen Eroberung. Unser Wissen über die Germanen stammt aus antiken Texten. Autoren wie Paterculus, Tacitus oder Cassius Dio haben Erlebnisse von Soldaten verarbeitet, die aus Germanien heimgekehrt waren. Die Germanen verfügten über keine Schrift. Sie konnten die Geschichte ihres Arminius also nicht selbst aufschreiben. Arminius und sein Bruder Flavus, der Blonde, stellen für die Römer die Elite der Zukunft dar. Aus den barbarischen Kindern sollen treue Bürger Roms gemacht werden, um eines Tages in ihrer Heimat die Herrschaft des Imperiums zu stützen. Für die Römer ist das ein wichtiges Instrument, um ihre Macht in Germanien mittelfristig zu sichern. Denn wem können sie trauen, wenn selbst bei den verbündeten Cheruskern die Sippen gespalten sind zwischen Freunden und Feinden Roms? Von einem einheitlichen Stamm der Germani zwischen Rhein und Elbe kann keine Rede sein. Die Germanen, das waren Dutzende von Stämmen, zersplittert in Hunderte von Familien, die einander halfen oder sich bekämpften. Man kam auf römischer Seite in ein Gebiet, wie man es vorher noch nicht erobert hatte. Gallien hatte eine ganz andere Struktur, war keltisch geprägt, hatte bereits stadtartige Siedlungen und war stammesmäßig viel fester gefügt, als das in Germanien offensichtlich der Fall war. Die Germanen leben für sich und voneinander getrennt, berichtet der römische Geschichtsschreiber Tacitus. Größere Siedlungen umfassen bis zu 25 Langhäuser, in denen Mensch und Vieh unter einem Dach leben. In den Augen der Römer sind die Bewohner unzivilisierte Wilde ohne Kultur, in ihrer Lebensweise Tieren ähnlicher als Menschen. In dieses Bild passt Tacitus' Schilderung der Landschaft zwischen Rhein und Elbe. Weite Landstriche waren von undurchdringlichen Eichen- und Buchenwäldern bedeckt.
Die Heimat der Germanen bleibt Tacitus und den Soldaten, die dort gedient hatten, fremd. Das Land mache, so schrieb der römische Stadtmensch, mit seinen Wäldern einen schaurigen, mit seinen Sümpfen einen widerwärtigen Eindruck. Vor allem störte die Römer, dass es keine Verkehrswege gab, dass es keine Punkte gab, auf die man zusteuern konnte. Es gab auch keine Burgen, die man hätte erobern können. Und dieser sogenannte Herzynische Wald, durch den man 9 Tage lang wanderte, ohne einen Menschen zu sehen, aber ab und zu mal einem Auerochsen oder einem Elch begehrte, das war für die Römer schon also ein Schreckbild. Für die römische Militärlogistik sind die undurchdringlichen Wälder ein Albtraum. Allein die Transport- und Nachschubprobleme sind immens. Für viele der Soldaten kommt der Dienst im kalten Norden einer Strafversetzung gleich, weit weg von den angenehmen Städten am Mittelmeer. Die germanischen Urwälder sind ein Kulturschock. Die knorrigen Baumriesen, die den Einheimischen heilig sind, schrecken sie bis ins Mark. Sie standen im Norden Europas, gehörten hier irgendwie nicht hin und wussten nie, wann eine tödliche Gefahr aus dem Unterholz über sie hereinbrechen konnte. Arminius und sein Bruder wurden wohl zuerst an den Rhein gebracht, wahrscheinlich nach Xanten. Hier beginnt die Herrschaft Roms. Und stoßen germanische und römische Welt aufeinander, das Naturvolk und die städtische Zivilisation. Auf die beiden Jungen muss das römische Kastell fremd und faszinierend zugleich gewirkt haben. Hetera beim heutigen Xanten ist nur eines von 50 Militärlagern, die die Römer entlang des Rheins errichtet haben. Aus diesen Kastellen werden später Städte wie Köln, Koblenz und Mainz. Die Soldaten atmeten auf, wenn sie aus Germanien kommend endlich die Kastelle erreichten. Hier gab es Sicherheit und ein wenig Luxus. Diese Stützpunkte waren kein militärisches Sperrgebiet, sondern Schaufenster römischer Zivilisation. Sie wirken wie ein Magnet auf die Barbaren, angelockt durch den Handel. Blondes Frauenhaar steht bei den Römern hoch im Kurs. Münzgeld, das den Germanen bisher unbekannt war, wechselt für Felle und Pelze den Besitzer. Wer nicht zu verkaufen hat, verdingt sich als Trossknecht in der römischen Armee. Am Rhein herrschte früh eine römisch-germanische Mischkultur. Das muss auf die Germanen in einer unglaublichen Art gewirkt haben. Und auch die Art, wie die Römer dann so eine Stadt gebaut haben, diese ganze Organisation, die dahinter stand, die Perfektion der Vermessung und all dieser Dinge, die Perfektion, eine Wasserleitung anzulegen und all so etwas, das dürfte den Eindruck nicht verfehlt haben. Die Reise der jungen Germanen ging weiter. Wie jedes Kind dürfte Arminius die Trennung von seiner Familie geschmerzt haben. Doch die neuen Eindrücke haben ihn und seinen Bruder sicher schnell abgelenkt. Ah, da sind sie ja. Die Kinder des barbarischen Stammesfürsten. Als Fürstensöhne werden sie bevorzugt behandelt. Irgendwo auf römischem Territorium werden sie zum ersten Mal in ihrem Leben ein beheiztes Steinhaus betreten haben. Fühl mal, der Boden ist ja warm. Dann gingen sie auf die Reise ihres Lebens. Die Mosel hinauf, durch die Städte der römischen Provinz Gallien, über das Mittelmeer in die Hauptstadt der antiken Welt, Rom. Es ist denkbar, dass mit Arminius so verfahren wurde, weil man hatte derzeit etwa, als er ein Knabe war, sind solche Ehrengeißeln von den Römern in Germanien genommen worden. Steinerne Häuser, dicht an dicht, statt moosbewachsener Eichen. Das dürfte Arminius' erster Eindruck von der Stadt am Tiber gewesen sein. Mit fast 1 Million Einwohnern war Rom damals die größte Stadt der Welt. In den Prachtmeilen und auf den Plätzen trafen sich Menschen aller Völker.
Arminius kam als Geisel, lebte in Rom, aber nicht als Gefangener. Er lernte die römische Kultur aus römischer Sicht kennen, aus der Sicht der Weltbeherrscher, und verinnerlichte sie. Arminius erlebte Rom in höchster Blüte. Nie war es großartiger gewesen. Im Carrara-Marmor der Tempel, Säulen und Statuen leuchtete die berühmte Pax Augusta. Das Römische Reich hat unter Augustus eine Ausdehnung erfahren, wie es vorher nie der Fall gewesen war. Dennoch wurde später die Zeit des Augustus mit dem Frieden assoziiert. Und das hängt einfach damit zusammen, dass er im Innern den Frieden geschaffen hatte, nach jahrzehntelangen Bürgerkriegen Römer gegen Römer. Nach außen aber hat Augustus, war ja absolut kein Friedenskaiser oder Friedensherrscher, sondern er hat eigentlich dauernd, ununterbrochen Krieg geführt. Mit 17 oder 18 Jahren war Arminius in die Armee eingetreten, wurde Teil von Roms berüchtigter Kriegsmaschinerie. Gnadenloser Drill und absoluter Gehorsam. Auch wenn germanischen Kriegern straffe Führung verhasst war, erwies sich Arminius als gelehriger Schüler. Bewegt euch! Bewegung! Die Armee, in der viele Germanen ausgebildet wurden, macht aus dem Cherusker einen Römer. Ein junger Mann, schnell von Begriff und für einen Germanen ungewöhnlich begabt, urteilt ein Zeitgenosse. Links! Diese Erziehung der Germanen im Römischen Reich hat ja immer zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist der technische. Wie führe ich ein Heer? Wie kämpfe ich in der Schlacht? Wie bewaffne ich mich? Und der zweite Aspekt ist der ideologische. Ist Rom nicht die wahre Politik? Ist Rom nicht das Ideal, das wir also wirklich anbeten sollen? Und die Römer haben das kombiniert. Kurz vor Christi Geburt erhält Arminius seinen ersten Marschbefehl nach Pannonien, ins heutige Dalmatien. Als Offizier kommandiert er eine Auxilia, berittene Hilfstruppen, bestehend aus germanischen Söldnern. Einige Stämme der Balkanprovinz hatten sich gegen Rom erhoben. Rom schlägt zurück. 15 Legionen, nahezu die Hälfte aller Reichstruppen, sind in Pannonien aufmarschiert. Achtung! Haltet euch bereit! Zum ersten Mal erlebt Arminius die Überlegenheit der römischen Militärtechnik. Feuer! 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 Nicht im Mut des einzelnen Kämpfers besteht die römische Schlagkraft, sondern im strategischen Zusammenwirken einzelner Verbände. Arminius wird diese Lektion Zeit seines Lebens nicht vergessen. In offener Feldschlacht ist Roms Militärmaschine nicht zu bezwingen. Die römische Armee bestand aus berechenbaren Bausteinen. Die einzelnen Einheiten waren unter meist in dieser Zeit bereits professionellen Offizieren organisiert, wurden ausgebildet, taktisch geführt. Und diese Einheiten waren dann wiederum zu größeren Einheiten zusammengestellt. Das heißt, wir haben eigentlich schon im Grunde genommen fast eine moderne Organisation eines differenzierten Heeres. Vorwärts! Während die Römer in geschlossener Formation der Schildkröte vorrücken, rennen die Barbaren in Keilform an, dem sogenannten Eberkopf. Die Wucht des Aufpralls zeigt nur Kurzwirkung. Die gepanzerten Legionen walzen den Gegner nieder. Wie ein einziger Körper so festgefügt sind die Reihen, heißt es. Und Arminius? Einzelheiten über seine Erfolge im Pannonischen Krieg sind nicht überliefert. Doch er wird sich außerordentliche Verdienste erworben haben, denn in Rom wird er von Kaiser Augustus in den Ritterstand erhoben. Die höchste Ehrung, die einem Barbaren zuteil werden kann. Der Fürstensohn aus den Wäldern Germaniens ist zu einem geachteten Bürger Roms geworden und bewegt sich geschmeidig in ihrer Kultur. Eine Bilderbuchkarriere. 15 Jahre zuvor hatte er seine Heimat verlassen müssen.
Vermisst er seine Familie noch, das ungebundene Leben, die endlosen Wälder? Historiker würden viel dafür geben, wüssten sie, was den Cherusker damals bewegte. Wir haben zahlreiche oder zumindest mehrere Fälle, dass Germanen in römischen Diensten zwar das Handwerk gelernt haben, ohne sich aber tatsächlich als Römer zu empfinden und Rom die Treue zu halten. Es ist eben nicht so einfach, jemanden auch innerlich dazu zu bringen, ein System zu bejahen, das zwar große Vorteile anbietet, aber eben doch einen Identitätswechsel verlangt, der eben nicht jedem leicht fällt. Im Römischen Reich mit seinen Provinzen kam den Statthaltern besondere Bedeutung zu. 7 nach Christus ernennt Kaiser Augustus einen neuen Statthalter für Germanien. Sein Name lautet Publius Quinctilius Varus. Der 53-Jährige hatte eine steile Karriere hinter sich und römische Machtpolitik in Krisensituationen exzellent vertreten. Als Statthalter in Syrien schlug er einen jüdischen Aufstand nieder. 2000 Aufrührer ließ er kreuzigen. Arm kam er in die reiche Provinz, reich ging er aus der Armen fort, lästerten manche Zeitgenossen. Nicht nur wegen seiner Verwandtschaft zu Kaiser Augustus war Varus ein respektierter Mann, das zeigen auch Kupfermünzen mit seinem Profil. Varus hatte alle Fähigkeiten, alle Erfahrungen, die damals ein römischer Senator, der für eine Aufgabe wie in Germanien ausgewählt wurde, haben musste. Und Augustus hätte mit Sicherheit niemanden dorthin geschickt, nur weil er mit ihm verwandt war, wenn er nicht auch davon überzeugt gewesen wäre, er wird seine Aufgabe auch aufgrund seiner Erfahrung entsprechend dort erfüllen. Das Schicksal spielt ihm einen wichtigen Mann an seine Seite. Arminius soll den Feldherrn Varus in Germanien unterstützen. Der Offizier Arminius gilt als tapfer und loyal. Sein Ruf ist ausgezeichnet. Er kennt die Kampfesweise seiner germanischen Landsleute und er spricht ihre Sprache. Varus wird die Wahl gefallen haben. Ein oder zwei Jahre vor der Schlacht kehrt Arminius in seine Heimat zurück. Systematisch haben die Römer inzwischen den Ausbau der Provinz vorangetrieben. Entlang des Main, der Lahn und der Lippe haben sie Militärlager errichtet, die ihre Herrschaft in Germania Magna sichern sollen. Haltern an der Lippe wird das Verwaltungszentrum werden, die Hauptstadt der neuen Provinz. Nahe dem heutigen Römermuseum von Haltern errichteten die Römer vor 2000 Jahren einen Truppenplatz für 3 römische Legionen, insgesamt 20.000 Mann. Es wurden Kasernen gebaut, Waffenschmieden und Töpfereien, aber auch Villen für hohe Beamte. Und an der Lippe entsteht ein Hafen für den Nachschub an römischen Waren, die das Leben im Barbaricum erträglicher gestalten sollen. Germania Capta. Germanien ist erobert, meldet man nach Rom. Die Römer haben sehr früh versucht, gegenüber ihrer Öffentlichkeit den Eindruck zu erwecken, dass Germanien besiegt sei. Darüber gibt es eine ganze Reihe von guten Zeugnissen. Augustus in seinem Testament schreibt, ich habe Germanien besiegt bis zur Mündung der Elbe. Und jeder Feldherr, der in Germanien irgendwann einen kleinen Sieg errungen hat, hat sich Germanicus genannt, so als ob er die Germanien im Griff hätte. Die Römer haben Münzen geprägt mit der Germania als Frau, die trauernd auf dem Boden sitzt mit einem zerbrochenen Speer, sodass die römische Öffentlichkeit wirklich diesen Eindruck hatte. In Germanien hatte sich nichts verändert, wie der römische Mann von Welt bei seiner Rückkehr feststellen musste. Als hätte seine Reise nie stattgefunden, gab es in der Cheruskersiedlung weder Wasserleitungen, noch hatten die Germanen Lesen und Schreiben erlernt. Von Romanisierung keine Spur. Dem Leben mit der römischen Besatzungsmacht standen die meisten immer noch skeptisch gegenüber, wie Segimer, der endlich seinen Sohn wiedersah. Mein Sohn, es freut mich, dich wiederzusehen.
Auch wenn ich zugeben muss, dass es ein seltsames Gefühl ist, dass du mein Haus als Vertreter Roms betrittst. Vater, die Zeiten haben sich geändert. Unsere Heimat wird ein Teil des gesamten römischen Imperiums werden. Du wirst sehen, wir bringen Fortschritt, Frieden und Wohlstand. Wir werden Städte bauen und Straßen. Wir? Bei allen Göttern, Sohn. Du darfst deine Herkunft nicht verleugnen. Die Römer pressen uns aus wie die Trauben, aus denen sie ihren sauren Wein keltern. Sie zählen unsere Köpfe wie Vieh, um Steuern zu erheben. Sie verbieten sogar allen freien Männern das Tragen von Waffen. Wie soll ein Cherusker leben? Ohne ein Schwert in seiner Hand. Mag sein, dass du recht hast. Die Zeiten haben sich geändert. Aber es ist eine Zeit der Knechtschaft und nicht der Freiheit. Und doch gab es nicht nur germanische Hardliner, die auf Freiheit und Selbstbestimmung beharrten. Beweise dafür fanden Archäologen im nördlichen Hessen an der Lahn, nahe dem kleinen Ort Waldgirmes. 1993 stoßen sie hier auf römische Fundamente. Zunächst vermuten die Experten ein weiteres Militärlager. Die Behauptung römischer Chronisten, man habe östlich des Rheins bereits Städte gegründet, galt unter Fachleuten bis dahin als Propaganda der Besatzer. Doch die Funde geben den Chronisten recht. Waldgirmes ist eine rein zivile Anlage, die erste und bislang einzige, die jenseits des Rheins entdeckt wurde. Waldgirmes war eine Stadt nach römischem Vorbild, eine Stadt für Römer und Germanen. Der römische Chronist Cassius Dio schreibt über diese Politik: Durch den Bau von Foren, von Häusern und Bädern sind die eben Unterworfenen zu Ruhe und Frieden verlockt worden. Den spektakulärsten Fund machte man in einer Grube mit über 100 Bruchstücken. Darunter der verzierte Teil eines Pferdegeschirrs und ein Pferdehuf. Sie gehörten zu einer Statue, bei der es sich um ein Reiterstandbild des Kaisers Augustus gehandelt haben muss. Das mit Blattgold verzierte Monument stand auf dem Forum der Stadt. Rom war sich seiner Herrschaft in Germanien also sicher. Die Römer zeigten ihren Herrschaftsanspruch vor allen Dingen gegenüber der einheimischen Bevölkerung. Man muss sich vorstellen, es kommt ein Einheimischer auf den Platz des Forums und sieht sich einem goldglänzenden, auf einem Sockel stehenden Reiterstandbild gegenüber mit Porträtzügen. Das muss ein unglaublicher Eindruck gewesen sein. Varus hatte sein Amt in Germanien angetreten. Wohl in Haltern kommt es zur ersten Begegnung mit Arminius. Der Kaiser befiehlt, dass ich Germania Magna zur römischen Provinz mache. Wie schätzt du die Lage in deiner Heimat ein, Arminius? Mit Verlaub, darüber steht mir kein Urteil zu. Ich bin Reiterpräfekt, Varus, kein Senator. Richtig. Doch es ist dein Land. Es sind deine Leute, die auf Befehl des Kaisers ein Teil des römischen Reiches werden sollen. An Germanien erinnert nur noch das Blut in meinen Adern. Mein Kopf ist ebenso römisch geworden wie meine Zunge. Dann will ich hoffen, dass das Blut dem Kopf gehorcht. Perfekt. Schon in den nächsten Tagen werden wir mit den Legionen ins Sommerlager aufbrechen. Du wirst als Kundschafter vorausreiten. Zur Wahrnehmung ihrer Hoheitsrechte verlegen die Römer in den Sommermonaten Truppen nach Osten. Von ihren Stützpunkten an Rhein und Lippe ziehen sie an die Weser, ins Siedlungsgebiet der Cherusker. Der Weg in die Wildnis ist stets ein gewagtes und logistisch hochanspruchsvolles Unternehmen. Da es keine Straßen gibt, nutzen die Römer den Fluss Lippe für den Truppentransport und die Versorgung mit Nachschub.
Für flache Gewässer hatten sie einen besonderen Schiffstyp entwickelt. Die Prahme, ein 30 Meter langes Plattbodenboot. Es hatte nur 40 Zentimeter Tiefgang, trotzdem konnte es bis zu 53 Tonnen Ladung aufnehmen. Mit einer gewaltigen Flotte, die hunderte dieser Schiffe umfasst, dringt Varus über die Lippe ins Innere Germaniens vor, bis der Fluss nicht mehr schiffbar ist. Dann wird die Ladung an Land gebracht. Dazu zählt nicht nur militärische Ausrüstung. Die Legionäre werden von einem Tross von Zivilisten begleitet. Schmiede, Zimmerleute, Steuerbeamte, viele mit ihren Familien. Dazu kommen Kaufleute, die Wein, Oliven und alles mit sich führen, was den Römern den Aufenthalt in der Wildnis erträglicher machen soll. Die Auxilia, die berittenen Hilfstruppen germanischer Söldner, sollen den Marschweg auskundschaften und sichern. Anführer dieser Einheiten ist Arminius. Die Armee, der er vorausreitet, muss ein beeindruckendes Schauspiel geboten haben. Ihr Zug maß, je nach Landschaft, bis zu 15 Kilometer. Das Ziel der Legionen war der sogenannte Weserbruch bei Minden. Hier durchbricht die Weser die Höhenzüge des Teutoburger Waldes und des Weserberglands. Die Lage des römischen Sommerkastells war lange Zeit umstritten. Einen Nachweis suchte man vergebens. Erst 2008 stoßen Archäologen in einem Wohngebiet nahe der Weser auf Spuren der Römer. Noch stehen die Untersuchungen am Anfang. Doch die Funde, wie dieser Hering eines Legionärszeltes, sprechen für eine römische Militärbasis, wenn nicht gar für das Sommerlager des Varus. Vom Sommerlager aus machte sich der römische Beamtenapparat an die Arbeit. Es wurden Tribute eingefordert. Hiermit machte Varus deutlich, wer der Herr in Germanien war. Allerdings ging er bei seiner Arbeit ohne Fingerspitzengefühl vor. Wie schon in Syrien setzte der Statthalter auf die Politik der eisernen Hand. Schreib alles auf. Ich will genau wissen, wie viel Holz geliefert wurde. Alles, was hier liegt. In Ordnung? Für die römischen Steuerbeamten ist in den kleinen Dörfern nicht viel zu holen. Sie nehmen uns alles. Die Germanen sind Selbstversorger. Überschüsse wirft das Land kaum ab. Als die geringen Erträge konfisziert werden, schlägt den neuen Herren zunehmend Hass entgegen. Er wird durch die Anwendung des römischen Rechts weiter geschürt. Dass ein Einzelner wie Varus über streitende Parteien richtet, widerspricht zutiefst dem Rechtsempfinden der Germanen. Es ist ein Privileg des alteingesessenen Adels, auszuhandeln, was Recht ist. Er hält sich dabei ein uraltes Gewohnheitsrecht, das nirgends niedergeschrieben ist. Ich verurteile die Angeklagten wegen Diebstahls zum Tod am Kreuz. Überleben und Tod eines freien Mannes aber richten nach germanischer Vorstellung allein die Götter. Selbst Diebstahl und Mord werden mit einer Geldzahlung gesühnt, dem sogenannten Wehrgeld. Der hochmütige Varus aber nimmt auf die heiligen Traditionen der Germanen keine Rücksicht. Alle diese Stämme hatten natürlich ihre besonderen Bräuche, ihre besonderen Rechtsgewohnheiten. Wir wissen, dass die Adligen oder einzelne Adlige das Recht hatten, nun wirklich also auch für die Ordnung zu sorgen. Aber alles das war Tradition, das war nicht aufgeschrieben, das war, wie man spöttisch sagen könnte, gesundes Volksempfinden bei den Germanen. Und die wollten sich natürlich von Fremden da nicht sagen lassen, was sie tun und lassen dürfen. Varus versucht mit aller Macht, Recht und Gesetz buchstabengetreu durchzudrücken. Arminius gerät zwischen die Fronten. Ist das unerbittliche Vorgehen Roms gegen seine Landsleute rechtens und notwendig? Und vor allem, wohin gehört er selbst?
Das Vorgehen von Varus in Germanien war nicht grundsätzlich anders als das, wie Rom sonst vorgegangen ist. Er musste die Rechtsprechung versuchen einzuführen, denn das gehört zur römischen Provinz dazu. Und wenn das den Germanen nicht gefallen hat, dann ist das auch wiederum eine ganz normale Reaktion der Germanen. Im Land gärt es. Varus lässt aufflackernde Unruhe niederschlagen, Anführer hinrichten, Siedlungen niederbrennen. Und Arminius? Er hatte seine Landsleute in der Kindheit als freie, stolze Krieger erlebt. Als Heimkehrer trifft er auf Entrechtete, unterdrückt, ausgerechnet von der Macht, in deren Diensten er steht. Der junge Cherusker war an einem Scheideweg angekommen. Und er entschied sich gegen Rom. Arminius hatte offensichtlich Erfahrungen gemacht, die ihn zu diesem, man muss schon sagen, Sinneswandel geführt haben. Die römische Welt wird ihn zutiefst fasziniert haben. Er hat aus ihr alles das aufgenommen, was für sein aktuelles Handeln dann notwendig gewesen ist und hat das dann dazu angewandt, zusammen mit seiner Prägung durch die germanisch-keruskische Welt zusammen eben gegen Rom zu wenden, das ihm in mancher Beziehung offensichtlich nicht mehr geheuer war für die Zukunft seines Stammes. Vielleicht aber treiben Arminius auch eigennützige Ziele zum Verrat an Rom. Sein Führungsanspruch im eigenen Stamm habe durch seine Nähe zu Varus gelitten, vermuten Historiker. Ein erfolgreicher Aufstand gegen die Besatzungsmacht hätte ihm auf einen Schlag eine enorme Gefolgschaft aus vielen Elb- und Weser-germanischen Stämmen gesichert. Falls in Arminius der Ehrgeiz herrschte, wie ein König über ein geeintes Germanien zu herrschen, konnte er die antirömische Stimmung im Land für seine Ziele nutzen. Was hier wirklich bei den Cheruskern sozusagen abgelaufen ist, darüber wissen wir nichts. Aber deswegen kann man letztlich nur etwas vermuten. Und man sollte bei Arminius eben auch durchaus eigene, egoistische, vielleicht ja auch von seiner Seite aus berechtigte Interessen durchaus vermuten. Ganz sicher war er ein Mann mit einem sehr, sehr starken Machtimpuls. Also dieser persönliche Trieb, den Marx auch gleichzeitig als Freiheitskampf gesehen hat, wie auch immer, jedenfalls zu benutzen, auch hier jetzt, um eine Arminius-Monarchie zu errichten. Jetzt wird es spannend in den germanischen Wäldern. Wird inmitten der Naturmystik harte Realpolitik gemacht. Hinter dem Rücken der Römer ruft Arminius die Stämme zusammen. Er will sich ihre Gefolgschaft sichern, muss sie davon überzeugen, dass er über das Heil eines erfolgreichen Heerführers verfügt. Wer sich dieses Heil verdient oder damit von den Göttern gesegnet ist, der überträgt es auf alle, die ihm folgen. Wird es Arminius gelingen, die Stämme auf ein gemeinsames Ziel einzuschwören? Krieg führte man am liebsten untereinander. Der schlimmste Feind eines Germanen sind andere Germanen, so hatte es oft geheißen. Doch wie würden die Stammesfürsten reagieren, denen Rom ihre Treue mit Geld und Privilegien dankte? Anführer wie Segestes? Hört mich an, ihr freien Männer, hört mich an! Wir haben uns versammelt, um darüber zu beraten, ob wir unsere Waffen gegen Rom erheben sollen. Mein Rat hatte stets Gewicht bei allen unter euch. Und wer mir folgte, dem hat es noch nie geschadet. Heute beschwöre ich euch,
Es ist zwecklos, die Legion des Varus anzugreifen. Wer wüsste nicht besser als du, Präfekt Arminius, dass sie unbezwingbar sind? Du hast recht, Segestes. Doch wir dürfen niemals hinnehmen, dass unsere Familien nicht in Freiheit, sondern in Knechtschaft leben. Es ist für uns alle unerträglich, dass wir in unseren Dörfern und Wäldern Tag für Tag fremde Soldaten, Rutenbündel, Beile und Toga sehen. Dass freie Männer Tribut zahlen und nach römischem Recht abgeurteilt und hingerichtet werden. Aber warum sollen wir in den sicheren Tod rennen und auch noch riskieren, dass sie unsere Frauen und Kinder zu Sklaven machen? Es ist Zeit zu handeln, ehe unsere Schwerter verrosten. Ich habe einen Plan. Und wer mir folgt, den führe ich zu Ruhm und Freiheit. Segestes sah mit Sicherheit das große Risiko, dass Arminius mit diesem Aufstand über sein Volk und die Nachbarn dieser Cherusker auch gebracht hat. Und dass Arminius erfolgreich sein würde, war zunächst mal aus der Sicht sowohl der Römer als auch offensichtlich eines Teils der Cherusker ganz unwahrscheinlich. Am Abend vor dem Rückmarsch an den Rhein kommt Segestes in das Römerlager. Er will Varus warnen. Unsere Kundschafter berichten, einige Stämme der Germanen planen im Norden einen Aufstand. Vielleicht ist es besser, die Legion gefechtsbereit ziehen zu lassen. Was hältst du davon, Arminius? Ich glaube, das sind allenfalls Gerüchte. Aber wenn du es befiehlst, werde ich mit unseren Hilfstruppen die Lage auskundschaften. So soll es geschehen. Auf eine gute Heimkehr. Auf Ruhm. Dann kommt es zu einer spektakulären Szene, die durch die römische Überlieferung Berühmtheit erlangt hat. Varus! Ich komme, dich zu warnen! Warnen? Wovor? Eine Verschwörung, ein Aufstand, eine Revolte gegen dich und die Legionen Roms! Wer sollte denn so tollkühn sein, gegen uns das Schwert zu erheben? Der Mann, der mit dir am Tisch sitzt! Er hat recht. Ich werde deine Legionen auf dem Marsch angreifen, sie vernichten und dich eigenhändig mit meinem Schwert umbringen. Ich danke dir, Segestes, dass du mir diese unerträgliche Schmach ersparen wolltest. Komm, trink einen Becher Wein mit uns. Varus, ich beschwöre dich! Lass mich hier mit Arminius zurück! Lass uns beide in Ketten legen und zieh davon! Was fällt dir ein zu glauben, ich könne den Freund nicht vom Feind unterscheiden? Varus war ein höchst erfahrener Mann und gehörte zur Spitze der Führungsschicht des Römischen Reiches und hatte speziell in Syrien bei schwierigen militärisch-politischen Auseinandersetzungen viel Erfahrungen gesammelt und hatte offensichtlich auch gute Erfahrungen damit gemacht, dass man seinen Verbündeten und seinen Freunden vertraut. Und Treue einem Freund gegenüber ist grundsätzlich eine gute Eigenschaft. In dem Fall hat er einen Fehler gemacht, weil der Freund treulos geworden ist. An einem Septembermorgen 9 nach Christus brachen die 17., 18. und 19. Legion auf. Mit dem Tross, den Handwerkern, Händlern und ihren Familien setzten sich über 20.000 Menschen in Marsch. Die einen freuten sich auf den Luxus des Winterlagers. Die Unerfahrenen sahen dem Weg durchs Germanenland mit gemischten Gefühlen entgegen. Viele Ältere wollten nur noch diesen letzten Feldzug hinter sich bringen, um ihr Leben in Rom als Veteran zu genießen nach einer großzügigen Abfindung. Einzelschicksale der Legionäre sind nicht überliefert. Nur auf diesem Stein, der in Xanten gefunden wurde, ist der Centurio Marcus Caelius mit seinen beiden Sklaven abgebildet. Gefallen in der Varusschlacht steht auf der Inschrift. Yeah.
Das klirrende Eisen tausender von Rüstungen und das Stampfen marschierender Legionäre wird man bis tief in die Wälder gehört haben. Doch dann wich der Lärm brüllender Stille. Die römische Grandezza, so erprobt in der Einschüchterung des Gegners, verfehlte dieses Mal seine Wirkung. Denn in den Wäldern geschah etwas, lauerte eine tödliche Gefahr, gut verborgen. Varus und seine Soldaten gingen geradewegs in eine Katastrophe. Die Schlacht wird völlig überraschend und mit vernichtender Radikalität über die römischen Streitkräfte hereinbrechen. Sie erwischte die Weltmacht Rom an ihrem Höhepunkt und sollte zu einer der größten Niederlagen ihrer Geschichte werden. Im Sommerlager des Varus herrscht an diesem Septembermorgen reger Betrieb. Beeilt euch! Los! Bevor sich die Legionen zu ihrem Winterkastell am Rhein zurückziehen, verlassen germanische Hilfstruppen unter ihrem Anführer Arminius das Lager. Der römische Oberbefehlshaber hat Arminius freie Hand gewährt, obwohl er vor dem Cherusker gewarnt wurde. Traust du ihm? Ich weiß es nicht. Aber was soll er schon gegen uns ausrichten? Es wird Herbst, das Wetter ändert sich schnell. Wir sollten aufbrechen. Im Regen durch dieses grauenvolle Land zu ziehen, ist bestimmt für niemanden ein Vergnügen, mein lieber Numonius. Von nun an gibt es keinen Weg zurück. Arminius hat von Varus den Auftrag, das Gelände nach Aktivitäten rebellischer Germanen zu erkunden. Doch der Cherusker führt anderes im Schilde. Er hat die Seiten gewechselt und Rom verraten. Die kommenden Tage und Nächte werden über sein Schicksal entscheiden. Von den Römern unbemerkt versammelt Arminius die Krieger der Cherusker und ihre Verbündeten. Auch sie gehen ein hohes Risiko ein. Die Götter sind mit uns. Sie prophezeien einen großen Sieg! Ja! Auch wenn du sagst, dass die Götter mit uns sind. Gegen die Legionen des Varus haben wir keine Chance, wenn wir sie in offenem Feld angreifen. Ich habe an ihrer Seite in Pannonien gekämpft. Und ihre Legionen rücken geordnet in Reih und Glied. Mit solcher Wucht vor, dass wir bei einem offenen Angriff untergehen würden. Dann werden wir sie eben auf dem Marsch angreifen. Ihr Tross zieht sich träge wie ein Lindwurm meilenweit durch die Ebene. Aber Varus zieht mit 3 Legionen. Das sind fast 20.000 Mann! Wir sind ihnen unterlegen. Wir können sie nicht überall gleichzeitig angreifen. Völlig aussichtslos. Doch sie fürchten unseren Wald. Sie hassen den Morast und die engen Täler. Wir müssen sie in unsere Wälder locken. Arminius muss eine charismatische Persönlichkeit gewesen sein, dass es ihm innerhalb so kurzer Zeit gelungen ist, so viele Leute heimlich auf seine Seite zu bringen, ohne dass die Römer etwas gemerkt haben. Wie er das schaffen konnte, ist in der Forschung umstritten. Letzten Endes wissen wir es nicht. Die 3 Legionen, die damals aufbrachen, gehörten zur militärischen Supermacht der Antike. Rom herrschte über die ganze damals bekannte Welt. 300.000 Soldaten standen unter kaiserlichem Befehl. Diese Armee war vom Sendungsbewusstsein durchdrungen, die Segnungen Roms über die gesamte Menschheit zu bringen. An diesem Morgen sahen sich die meisten von ihnen schon im behaglichen Winterquartier, in den Bädern, umgeben von Frauen und trunken von süßem Wein. Niemand ahnte, dass diese Legionen ihrem Untergang entgegengingen. Der Rückweg ins Winterlager führt entlang einer den Römern bekannten Route. Von der Weser aus
südlich am Teutoburger Wald vorbei bis zur Lippe, auf dem Fluss bis zum Rhein, normalerweise. Am Ende des ersten Tages erreicht die Marschkolonne die Ausläufer des Teutoburger Waldes. Das Terrain ist flach, das Wetter trübe, aber trocken. Die Soldaten kommen gut voran. Zur selben Stunde startet Arminius sein listiges Täuschungsmanöver. Er muss sein Vorgehen genau geplant und die Abfolge der Ereignisse klar vorhergesehen haben. Von nun an sollte er den römischen Befehlshabern immer einen Schritt voraus sein. Den Ausbruch der Gewalt kommentieren die römischen Quellen lakonisch. Als Arminius und seine Hilfstruppen vorausgeschickt worden waren, ließen sie die in ihrem Heimatgebiet stationierten römischen Soldaten niedermachen. Vermutlich tragen Arminius und seine Soldaten noch römische Rüstungen. Die artlosen Römer halten sie für Verbündete. Der Überraschungsangriff lässt ihnen keine Chance zur Verteidigung. Das Ungeheuerliche ist getan. Arminius hat die Weltmacht angegriffen. Zündet den Turm an. Die Besatzungen der Beobachtungstürme, die die Römer am Rand ihrer Marschrouten errichtet hatten, sind die ersten Opfer. Und Arminius sorgt dafür, dass seine Überfälle nicht unbemerkt bleiben. Jetzt begeht Varus einen entscheidenden Fehler. Halt! Er schätzt die Lage falsch ein. Quintilius Varus, was hat das zu bedeuten? Scheint so, als sei Arminius tatsächlich in Gefechte mit Aufständischen verwickelt worden. Die Gerüchte waren wohl doch nicht aus der Luft gegriffen. Am Morgen des zweiten Marschtages weichen die Römer von der vertrauten Route ab. Varus zieht mit seinen Legionen in die Wälder. Arminius, sieh doch! Er will Arminius zu Hilfe kommen und die Aufstände im Keim ersticken. Der Plan des Arminius geht auf. Nun hat er Varus da, wo er ihn haben will. Varus hat hier sicher jetzt nicht mit größeren Kämpfen gerechnet. Er dachte, es ist nur eine Polizei- und Ordnungsaktion, wo er hier wieder Ruhe schafft und dann auch wieder nach diesem Umweg wieder abbiegen können, ohne hier ernsthaft in Schwierigkeiten zu geraten. Statt auf der sicheren Route führt Varus seinen gigantischen Zug nun Richtung Norden in unvertrautes, unwegsames Gelände. In den Teutoburger Wald. Damals wie heute ist dieser Höhenzug im Nordwesten Deutschlands geprägt durch schroffe Felsen, tiefe Täler, dichte Wälder. Ein Albtraum für die römischen Soldaten. Eigentlich unpassierbar für ein Heer von 22.000 Mann. Der Vormarsch der Truppen gerät ins Stocken. Der glitschige, wurzelüberwucherte Boden erzwingt die Auflösung der Marschformation. Von schwerer Ausrüstung belastet werden die Legionäre mit jedem Schritt müder und müder. Pioniere müssen unablässig schuften, um den Weg für die Trosswagen und die große Zahl von Zivilisten freizumachen. Ein extremer Zeitaufwand, der an den Nerven zehrt. Was ist denn? Ihr haltet den Tross auf! Alle anpacken! Beeilung, weiter! Jetzt mach schon! Schieben! Also, geht doch! Stur setzt der Zug des Varus seinen einmal eingeschlagenen Weg fort. Germanen dagegen kennen jeden Ast und jeden Bachlauf ihrer Wälder. Schnell und lautlos kommen sie über alte Trampelpfade aus allen Richtungen zusammen. Durch die leichte Bewaffnung mit Speeren, Äxten und Schwertern sind sie weitaus beweglicher als ihre gepanzerten Gegner. Im Unterholz bringt Arminius seine Streitmacht in Stellung. Die Römer merken von all dem nichts.
Lange bevor sie einen Feind zu Gesicht bekommen, sind die Römer vom Waten im Schlamm und Schleppen der nassen, schweren Stämme ausgelaugt. Cassius Dio schreibt, bereits vor dem Überfall hatten die Römer mit dem Fällen der Bäume, der Anlage von Wegen und der Überbrückung des Geländes Mühe genug. Auch wenn Varus langsam Zweifel kamen, umkehren konnte er nicht mehr. In einem Wendemanöver hätte sich der Zug völlig aufgelöst. Wie viele Krieger Arminius aufbieten konnte, ist nicht überliefert. Die Zahl von 3 Legionen wird er nicht erreicht haben. Er konnte seine Männer allerdings an ausgewählten Abschnitten konzentrieren. Der römische Zug zog sich allmählich sehr in die Länge. Dies war ein großer Vorteil für die Germanen. Die Waffen der Germanen waren einfach. Und so manche Axt wird nicht die schärfste gewesen sein. Das Eisen für ihre Waffen gewannen sie aus Erz, das sie vor allem in flachen Senken fanden. Mit Holzkohle gemischt, wurde es in sogenannten Rennöfen verhüttet. Ihr Name ist von dem Wort Rinnen abgeleitet. Das Eisen rinnt nach der Schmelze im Ofen nach unten. Besonders effizient war das Verfahren nicht. Große Stückzahlen an Schwertern ließen sich damit kaum herstellen. Die meisten werden daher mit Äxten und Lanzen bewaffnet gewesen sein. Die Germanen mussten nicht unbedingt jetzt eine große Übermacht aufbauen, weil sie griffen ja die Römer an in einer langen, langen Kolonne. Sie konnten sich die Stelle raussuchen und wenn meinetwegen auf einer Tiefe von 2 Kilometern hier untermischt mit Wagen und Maultieren und so weiter hier 3000 römische Legionäre marschieren, in einer schmalen Front, viele, viele hintereinander mit Marschgepäck belastet und die werden jetzt angegriffen von 5000 Germanen, haben die natürlich einen Überraschungsmoment und auch an diesem Punkt eine entscheidende numerische Überlegenheit. Arminius besitzt einen weiteren Trumpf. Die Legionen werden von einem Flankenschutz gesichert, der aus berittenen Hilfstruppen besteht, germanischen Söldnern. Und die haben sich dem Aufstand angeschlossen. Noch ahnt Varus nicht, dass aus seinem eigenen Flankenschutz die erste Angriffswelle über seine Legionen hereinbrechen wird. Aus dem Hinterhalt stoßen die Krieger von den Hügeln herab gegen die Legionen vor. Nur das Dröhnen ihrer Schritte, der Atem aus zahllosen Kehlen, kündigt das nahende Unheil an. Dann wechselt der Flankenschütz die Seiten. Cassius Dio klagt, das tüchtigste aller Heere wurde durch die Treulosigkeit des Feindes und die Missgunst des Schicksals hintergangen, da man ihm nicht einmal Gelegenheit bot, zu kämpfen oder vorzurücken. Kämpfen mehr mit ihren Leibern als mit ihren Waffen, heißt es. Im Chaos blockieren Trosswagen und Zivilisten jeden Versuch der Römer, Verstärkung heranzuführen. Die Germanen ließen den von beiden Flanken bestürmten Römern keine Chance, sich zu formieren. Die schlagkräftigste Armee der Antike ist wehrlos. Der Stolz Roms ohnmächtig. Arminius zwingt die Römer zum Einzelkampf. Er widerspricht allen römischen Gewohnheiten in einer Schlacht. Keine Vorgeplänkel, keine aufmarschierenden Heere, kein geordnetes Vorrücken. Stattdessen Hit and Run. Zuschlagen und Rückzug. Man kann diese Art der Kriegführung des Arminius
sich als eine Art der Guerilla-Taktik bezeichnen, also des Kleinkrieges, der den Hauptkampf lange Zeit vermeidet, solange bis der Gegner geschwächt genug ist. Und wer aus dem Hinterhalt arbeitet, mit Überraschungsmomenten arbeitet, das Gelände, die bessere Geländekenntnis seiner Leute ausnutzte. Los, weiter, sammeln! Einiges spricht dafür, dass Arminius nur den mittleren Abschnitt der Legionen attackierte und eine weite Lücke in den Marschkörper riss. So blockierte er die hinteren und vorderen Streitkräfte. Sie konnten den Angegriffenen nicht zu Hilfe kommen. Erst als sich die Germanen längst wieder zurückgezogen hatten, erreicht die Verstärkung das Schlachtfeld. Rom hatte das erste Gefecht verloren, aber noch lange nicht den Krieg. Verdammt, Präfekt, ich erwarte sofort Meldung. Was ist hier los? Wir sind in einer schwierigen Lage. Es sieht so aus, als habe unser Flankenschutz die Seiten gewechselt und uns angegriffen. Vom hinteren Teil des Drosses kommt dieselbe Nachricht. Wir haben 2 Zenturien verloren, bevor sie sich dem Feind überhaupt entgegenstellen konnten. Warten auf weitere Meldungen. Aber ist es ein groß angelegter Angriff oder eine kleine Horde Barbaren auf Beutezug? Ich denke, es handelt sich um eine umfangreiche Streitmacht der Germanen. Gibt es Nachricht von Arminius? Also gut. Wir müssen so schnell wie möglich weiterkommen. Sobald wir in diesen verfluchten Wäldern einen geeigneten Platz gefunden haben, werden sich alle Einheiten sammeln und dort das Marschlager aufschlagen. Varus hielt sich also zunächst noch also an das römische Standardverfahren. Es wurde also ein befestigtes Lager gebaut, so gut es ging, so gut das Gelände und die Kräfte der Truppen zuließen. Das hat er mit gutem Grund gemacht, weil der Gegner war ja da und er musste schauen, dass er die Leute in der Nacht wenigstens also einigermaßen ruhen können, ohne unentwegt irgendwelchen Angriffen ausgesetzt zu sein. Und Wall und Graben, wo dann natürlich auch entsprechend Wachposten dahinter waren, waren dann schon geeignet, dem Gegner also Respekt einzuflößen und von direkten Attacken einmal vorerst abzuhalten. Im Schutz der Palisaden werden die Verwundeten versorgt. Numonius und Eggius verschaffen sich einen Überblick der Lage. Eggius, unsere Verluste sind schlimmer als befürchtet. 8 Kohorten wurden vollkommen aufgerieben. Was jetzt? Vielleicht sollten wir uns hier verschanzen. Weiter zu marschieren wäre völliger Wahnsinn. Komm, gehen wir. Und Varus? Verflucht er bereits die Stunde, in der er Arminius zu sehr vertraut hat? Sein Ansehen ist angeschlagen. Jetzt muss er handeln. Das Lager steht. Wir sollten hier bleiben. Senden wir Boten zu den Lagern in Haltern und Xanten. Sie müssen uns Unterstützung schicken. Ich stimme Numonius zu. Wir brauchen Hilfe. Nein! Verflucht, ich werde diese Barbaren selbst vernichten. Wir müssen nur aus den Wäldern raus. Numonius, trenn die Zivilisten von den Legionen. Vernichtet den Tross. Lasst alles zurück, was uns daran hindert, bei Tagesanbruch unverzüglich weiterzumarschieren. Aber ich denke, wir... Was denn? Führt meinen Befehl aus! Die Entscheidung, den Tross zurückzulassen, ist ein weiterer strategischer Fehler, der Varus später zur Last gelegt wird. Die brennenden Trosswagen bleiben den germanischen Spähern nicht verborgen. Umgehend erstatten sie im Lager der Germanen Bericht. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Hey! Arminius! Die Römer verbrennen ihre Trosswagen. Sie haben die Zivilisten vor das Lager getrieben und vernichten ihre Vorräte. Was? Schnell zu den Waffen! Wir greifen sie an und plündern, bevor alles in Rauch aufgeht! Meine Männer wollen Beute machen! Worauf warten wir denn noch? Seid ihr verrückt geworden? Wollt ihr jetzt etwa alles zunichte machen, was wir erreicht haben? Ihr habt mir Gefolgschaft gelobt. Und ich schwöre euch, dass ich euch zum Sieg führen werde. Wenn ihr meine Befehle befolgt. Die Leistung des Arminius war hier, dass er seine an sich ja nicht übermäßig disziplinierten Leute dazu brachte, eine rationale, zweckmäßige Taktik zu betreiben, die sicher viele von denen zunächst für feig gehalten haben oder wo sie ihr Temperament zügeln mussten und dass sie sich hier so an seine Konzeption gehalten haben.
Unter Arminius erleben die Germanen zum ersten Mal, dass eine Befehlshierarchie und organisiertes Handeln zum Erfolg führen. Indem Arminius den Stammeskriegern einen gemeinsamen Willen gibt, ist er der erste Germane, der aus dem Dunkel ihrer Geschichte für uns fassbar wird. Ein Barbar, der vielleicht von einer höheren Kultur für sein Volk träumte. Am nächsten Morgen verlassen die Legionen kampfbereit das Lager. Die Zivilisten werden ihrem Schicksal überlassen. Varus spekuliert darauf, dass sich die Horden des Arminius an ihnen vergreifen und die Legionen ziehen lassen. Die Rechnung ging nicht auf. Ein dahingemetzelter Tross hätte in den Quellen seinen Niederschlag gefunden, doch ist davon nichts erwähnt. Nach Tacitus sagte Arminius einst, nur gegen Bewaffnete führe man Krieg. Die Menschen, die dort in diesem Tross dabei gewesen sind, grundsätzlich zu verschonen, hat weniger etwas mit Humanität zu tun, sondern man nahm diese Menschen in Gefangenschaft und konnte sie dafür hinterher dann wieder um Geld freigeben. Deswegen sehe ich da weniger einen moralischen Aspekt, dass Arminius so ein edler Mensch gewesen ist, der die Zivilisten verschont hat, sondern das hatte ganz praktische Züge. Am dritten Marschtag schlägt das Wetter um. Sintflutartige Regenfälle bringen den neu geordneten Vormarsch der Legionäre wieder zum Stocken. Die Ausrüstung, nass und schwer wie Blei, macht die Soldaten noch unbeweglicher. Arminius und seinen Kriegern muss es vorkommen, als habe Gott Wodan dieses Unwetter geschickt. Cassius Dio schreibt, da brachen heftiger Regen und Sturm los. Während die Römer gegen die Elemente kämpften, kreisten die Germanen sie von allen Seiten ein. Dann entfesselt Arminius einen Angriff von ungeheurer Brutalität. Aus dem Unterholz. Den Römern müssen sie wie furchtbare Geister erschienen sein. Keine Zeit für heroischen Kampf, keine Zeit, Verwundete zu bergen. Viele suchen ihr Heil in der Flucht, stolpern im schon blutgetränkten Morast, fallen über die Sterbenden. Tausende lassen ihr Leben im Kampf Mann gegen Mann. Welch unversöhnlicher Hass, welch rasende Urkräfte müssen hier zum Ausbruch gekommen sein. Ein römischer Chronist schreibt, eingeschlossen in Sümpfe und Wälder wurden die Römer Mann für Mann abgeschlachtet, und zwar von demselben Feind, den sie ihrerseits zuvor stets wie Vieh abgeschlachtet hatten. Jetzt nehmen die Germanen grausame Rache. Es gibt keinen Feldherrn mehr, dem die Legionäre in diesem Inferno folgen könnten. Die Armee des Varus befindet sich in Auflösung. Später wird man in römischen Quellen lesen, der Triumph des Arminius sei ein Resultat widriger Umstände gewesen. Es ist ein Topos der Schlachtenbeschreibung zu allen Zeiten, dass die Naturgewalten immer auf Seiten des Siegers auftreten. Und der Verlierer im Zweifelsfalle sagen kann, das war gar nicht der Gegner, das waren die Naturgewalten, an denen ich gescheitert bin. Andererseits muss man sagen, bei den Germanen ist das nicht ganz unglaubwürdig, dass das Wetter tatsächlich eine Rolle gespielt hat. Die Römer waren schwer bepackt, die Germanen waren leicht gekleidet. Von daher ist es durchaus denkbar, dass in diesem Falle tatsächlich das Wetter eine gewisse Rolle gespielt hat. Und die große Frage, sind die Germanen Einwanderer oder sind sie Eingeborene, hat Tacitus ganz klar beantwortet,
Das müssen Eingeborene sein, denn wer käme schon auf die Idee, in ein solches Land einzuwandern bei einem solchen Wetter? Innerhalb von 24 Stunden erleidet Varus zwei verheerende Angriffe auf seine Legion. Langsam muss dem Feldherrn klar werden, dass ein Sieg unmöglich ist. Dass es nur noch darum geht, den drohenden Untergang abzuwenden. Varus erlebt den Furor Teutonicus. Als die römische Reiterei unter Numonius endlich das Schlachtfeld erreicht, findet der Präfekt einen ratlosen Oberbefehlshaber vor. Präfekt, was sollen wir jetzt tun? Wenn wir noch länger in diesen Wäldern bleiben, sind wir verloren. Wir brauchen endlich Unterstützung. Ich werde versuchen, mit meinen Reitern zu einem Stützpunkt durchzukommen, bevor die Pferde entkräftet zusammenbrechen. Historische Quellen berichten, dass Numonius nur seine eigene Haut retten wollte. Er ließ das Fußvolk im Stich und trat die Flucht zum Rhein an. Die Rache des Schicksals ließ nicht auf sich warten. Den Verräter ereilte unterwegs der Tod, heißt es bei Paterculus. Was auch immer Varus und Numonius im Sinn hatten, Arminius war ihnen stets einen Schritt voraus. Er schrieb das Drehbuch dieses Dramas. Wer die Regenschlacht überlebte, versucht in einem Nachtmarsch verzweifelt offenes Gelände zu erreichen. Kein befestigtes Nachtlager mehr für die dringend benötigte Ruhe. Vorwärts, weiter, nichts wie raus aus den verfluchten Wäldern, lautet die Devise. Die Germanen bleiben den Flüchtenden dicht auf den Fersen. Sie wissen, in welche Richtung sie die Römer treiben müssen. Und die Legionäre stolpern vor ihnen her, als hätte man ihnen die Augen verbunden. Dennoch scheint sich der nächtliche Gewaltmarsch auszuzahlen. Endlich, 3 Tage nachdem die Römer ihre gewohnte Route verlassen haben, wird der Wald lichter, das Gelände flacher. Wir sind gerettet, wir haben es geschafft. Hoffnung kommt auf. Endlich. Doch nur für kurze Zeit. Wir sind gerettet. Endlich weites Land. Was ist das? Varus hatte vielleicht auf Numonius gesetzt, doch mit der Vernichtung seiner Reiterei erlischt auch dieser Hoffnungsschimmer. Und Arminius lässt die Römer spüren, sie sitzen noch immer in der Falle, den eigenen Tod vor Augen. Es wird vermutet, dass Varus und die Reste seiner Legion am 3. Tag das Wiehengebirge überschritten und die norddeutsche Tiefebene erreichten. Dort wandten sie sich nach Westen, dem Rhein, entgegen. Dabei marschieren sie auf einen Engpass zu, ein Nadelöhr, das nur auf einer Breite von etwa 80 Metern passierbar war. Zwischen dem Kalkrieser Berg im Süden und dem großen Moor im Norden. Ende der 90er Jahre stießen Archäologen in Kalkriese bei Osnabrück auf die Reste eines Palisadenwalls. Hinter diesem Wall sollen Arminius und seine Krieger Varus aufgelauert haben für den letzten entscheidenden Schlag. Dass es sich hier um ein antikes Schlachtfeld handelt, beweisen Militarierfunde wie Kleinstteile römischer Rüstungen, Nägel und Nieten, aber auch Schwert- und Dolchfragmente sowie Geschoss- und Lanzenspitzen. Das unbestrittene Prunkstück ist die Maske eines römischen Reiterhelms. Sie war einst mit Silberblech überzogen und ist zur Ikone von Kalkriese geworden. Aus archäologischer Sicht ist zunächst mal fantastisch, dass wir 6000 Artefakte haben,
die zweifellos mit Kampfhandlung zusammenhängen. Und wir sind im Moment dabei, uns diese Artefakte genauer anzuschauen und zu beurteilen, in welchen Bereichen sie vorkommen und was man daraus überhaupt schließen kann für dieses Schlachtfeld. Und es spricht für die Vernichtung einer römischen Armee. Und das sind dann schon Indizien, die man, wenn man die Quellen betrachtet, sehr gut mit der Varusschlacht in Verbindung bringen kann. Die Bezeichnung Teutoburger Wald als Ort der Varusschlacht entstammt einem Text des Tacitus und taucht nur einmal auf. Dennoch hat sich dieser Name Saltus Teutoburiensis durchgesetzt. Jetzt darf man den heutigen Teutoburger Wald einfach nicht mit Hilfe des Tacitus-Textes als den Ort der Katastrophe identifizieren, sondern der Teutoburger Wald hieß früher Osning. Und erst nachdem der Tacitus-Text bekannt geworden ist, hat man den Osning als Teutoburger Wald identifiziert. Und im 17. Jahrhundert hat sich dann die Benennung Teutoburger Wald, die uns so geläufig ist, für diesen Höhenzug durchgesetzt. Die Archäologen von Kalkriese haben den Ort nördlich des Teutoburger Walds zum Schauplatz der Schlacht erklärt. Die Museumsanlage ist zu einem Publikumsmagnet geworden. Kalkriese hat gute Argumente. Die wichtigsten Belege sind die gefundenen Münzen, die alle aus der Zeit vor 9 nach Christus stammen. Keine wurde nach der Schlacht geprägt. Wir haben keine Münzen, die nach 9 geprägt worden sind unter den ca. 1800 Münzen, die bislang gefunden worden sind. Das Zweite ist, wir haben Münzen gefunden, die mit dem Varus gegengestempelt sind. Das heißt, diese Münzen müssen dort in den Boden gelangt sein, in der Zeit, wo Varus Statthalter war, also 7 bis 9 nach Christus. Entlang des Wiehengebirges haben Wissenschaftler über eine Strecke von 10 Kilometern Kampfspuren nachgewiesen. Daraus entwickelten sie folgendes Szenario für den dritten und entscheidenden Schlachttag. Aus dem Schutz des Waldes attackieren die Germanen immer wieder die Flanke des römischen Heereszuges. Oder vielmehr das, was von ihm übrig ist. Die Legionäre brechen nach vorn aus, direkt in den Engpass von Kalkriese. Dort schnappt die letzte Falle zu. Die Römer verlassen den Wald und formieren sich im Gelände. Arminius schwört seine Männer auf die Entscheidungsschlacht ein. Sie kommen! Jetzt gilt es, alles oder nichts. Freiheit oder Tod! Freiheit oder Tod! Wie viele Soldaten die Kämpfe in den Wäldern überlebt hatten, ist nicht bekannt. Auch nicht, ob sie sich nun sicher wähnten oder dem bevorstehenden Tod ins Auge blickten. Die Siege der letzten Tage riefen weitere beutegierige Germanen auf den Plan, die von der sicheren Vernichtung der dezimierten römischen Truppen profitieren wollten. Gegen die plötzliche Übermacht aus Cheruskern, Anglivariern und anderen Stämmen hatten die Römer keine Chance mehr. Der Sieg des Arminius war beispiellos. Einer der genialsten Kriegsführer der Antike, ein Barbar aus den Wäldern Germaniens. Varus aber wird zum Sündenbock für eine der größten Niederlagen, die Rom je erlitten hat. Noch auf dem Schlachtfeld begeht er Selbstmord. Bei Paterculus heißt es mit unverhohlener Verachtung, der Feldherr hatte mehr Mut zum Sterben als zum Kämpfen. Er durchbohrte sich doch tatsächlich selbst. Und Kaiser Augustus im fernen Rom wird ausrufen, Varus, gib mir meine Legionen wieder. Diese Vorstellung von den edlen Germanen, da sind wir natürlich sehr schnell bei Vorstellungen des 18., 19. Jahrhunderts. Vielleicht kann Archäologie da auch versachlichend wirken. Wir sehen ja auf dem Schlachtfeld, das war Plündern, das wahrscheinlich wirklich bis zur Leichenfledderei ging. Das Beutemachen war sicherlich sehr, sehr wichtig. Das war eine für die Germanen sicherlich faszinierende Möglichkeit, sich mit Edelmetall, Silber, Gold, Bronze, aber auch Eisen zu versorgen. Auch nach der dreitägigen Schlacht findet das Blutvergießen kein Ende. Plündern ziehen die Sieger über das Schlachtfeld, reißen den Toten und Sterbenden ihre Rüstungen und Waffen von den Leibern.
Wehe Victis, wehe den Besiegten. Gefangene Legionäre werden den Göttern geopfert, die den Germanen den Sieg beschert haben. Die erbeuteten Legionsstandarten landen im Dreck. Der Leichnam des Varus wird geschändet. Der Kopf des Varus! Sein Kopf geht auf eine schauderhafte Reise, bis nach Rom zu Kaiser Augustus. In der Stunde des Sieges ist Arminius der unbestrittene Anführer vieler Stämme, die ihre Rivalität untereinander überwunden haben. Werden sie ihm weiter folgen, um gemeinsam stark zu sein? Und wie wird Rom auf die Schmach reagieren? Die kurzfristige Folge des Sieges des Arminius bestand darin, dass Augustus den Versuch aufgegeben hat, Germanien bis zur Elbe zu okkupieren. Das ist ganz deutlich. Augustus hat das mit schweren inneren Kämpfen und auch gegen innere Widerstände durchgesetzt, die wir auch noch fassen können. Es gab genügend Leute in Rom, die gesagt haben, diese Schmach können wir nicht auf uns sitzen lassen, wir schlagen zurück. 6 Jahre später kehren römische Legionen während ihres Rachefeldzuges an den Ort des Untergangs zurück. Tacitus beschreibt die grauenvollen Funde, die die Soldaten unter dem Kommando des Germanicus machten. Mitten auf freiem Feld lagen die bleichen Gebeine zerstreut. An den Bäumen waren Schädel angenagelt, Altäre der Barbaren, an denen sie Tribunen und Zenturionen geschlachtet hatten. Germanicus lässt die Überreste bestatten und erweist den Gefallenen die letzte Ehre. Immer ist Blut ihr Preis und Hinschlachten ihr Charakter und ihr Name. So sagt einmal Karl von Clausewitz über große Schlachten der Weltgeschichte. Sein Urteil trifft auch auf die Monstrosität der Schlacht im Teutoburger Wald zu. Fast 2000 Jahre nach Germanicus entdecken Archäologen in Kalkriese Knochen, die in Gruben bestattet wurden. Die Gebeine stammen fast ausnahmslos von jungen Männern mit Hinweisen auf Gewalteinwirkung. Tierverbiss und Witterungsspuren beweisen, dass sie längere Zeit an der Oberfläche lagen, bevor sie unter die Erde gelangten. Vieles spricht dafür, dass Germanicus diese Knochen in Gruben bestattet hat. Auch dieser Befund wäre damit ein weiterer Beleg für Kalkriese als den Ort der Varusschlacht. Germanicus scheitert bei dem Versuch, Rache zu nehmen und die Germanen militärisch in die Knie zu zwingen. Sie nehmen Arminius nie gefangen. Er bleibt ein wehrhaftes Phantom. Nach einer katastrophalen Kriegsbilanz wurde Germanicus nach Rom zurückbeordert. Und die Weltmacht zieht sich für immer hinter den Rhein zurück. Germanien sollte nie römische Provinz werden. Die Schlacht im Teutoburger Wald sorgte für eine erste kulturelle Spaltung Europas. Römische Kultur hier, germanisches Naturvolk dort. Ein Beispiel ist Xanten am Niederrhein. Hier entsteht in der Folge eine römische Stadt mit Tempeln, einem Amphitheater und Bädern, ein Zentrum antiker Kultur. Auf der anderen Seite des Flusses bleiben die Germanen, was sie waren. Ein Volk der Bauern und Krieger. Primitiv, aber frei. Der römische Historiker Tacitus schreibt in seiner Germania, mögen uns die Götter lange, lange die Discordia, die Zwietracht der Germanen erhalten. Und darin muss man wohl schon auch den wesentlichen Grund dafür sehen, dass letztlich Arminius in seinem Streben, die Germanen zu einen und sich dann sozusagen als deren Führer, als deren König zu etablieren, gescheitert ist. Arminius bezahlt seinen Ehrgeiz, die Westgermanen in einem Königreich zu einen mit dem Leben. Er wird vergiftet, vermutlich von seiner eigenen Familie. Das Land fällt in den Zustand dauernder Fehden zurück. Unfähig zu politischer Organisation.
Kein Stammesfürst duldet, dass ihn ein anderer an Macht und Einfluss überragt. Man bleibt unabhängig und uneins. Das Problem der Könige war immer der Adel. Und das ist eine Sache, die im germanischen oder im deutschen Raum, ja, wenn Sie so wollen, noch zu erkennen ist bis zu Friedrich Wilhelm IV. Als der 1848 die Königskrone angeboten bekommen hat, hat er gesagt, ja, was sagen denn meine anderen Fürsten dazu? Was das Volk sagt, ist ihm ganz egal. Aber er hat Angst vor seinesgleichen, vor den übrigen eben auch gekrönten Häuptern in Deutschland. Und so dass wir eben sagen können, ist dieses Neidgefühl, diese Rivalität, diese permanente Rivalität im Adel in Deutschland zumindest ein Dauerzustand. Besonders im 19. Jahrhundert wird Arminius von Nationalromantiker zum deutschen Helden stilisiert. Mit der historischen Realität hat dieses stählerne Denkmal, das ein Schwert statt nach Rom nach Frankreich richtet, wenig zu tun. Arminius wird benutzt für politische Ziele, seine reale Figur missbraucht. Ein strahlender Held war Arminius bestimmt nicht. Ein militärisches Genie gewiss, ein Machtmensch auch. Doch ist es nicht verwerflich, sich an die Spitze eines Volkes im Kampf gegen eine Besatzungsmacht zu stellen. Ausgerechnet seine Feinde haben uns seine Geschichte überliefert. Und in dieser erscheint er als ein dramatisch Zerrissener zwischen den Kulturen. Nicht zuletzt dieser Identitätskonflikt macht ihn zu einer modernen Figur für uns heute. Mit dem Ende des 2. Jahrhunderts bröckelt die Macht des römischen Imperiums. Die Legionen in den Nordprovinzen sind geschwächt von Bürgerkriegen und den ständigen Kämpfen am Limes. Immer wieder fallen germanische Krieger in die römische Provinz ein. In römischen Quellen sind verschiedene Namen für die Angreifer überliefert. Schamaven, Chatuaria, Bructera, Amsivaria, Salia. Das war ein loser Verband von Stämmen, die sich vereinten und wieder trennten, aus ganz verschiedenen Gründen und über einen langen Zeitraum. Sie kommen aus einer Welt ohne schriftliche Überlieferung, einer Welt, in der das Töten zum Alltag gehört. Sie waren wilde Krieger und berühmt für die Form ihrer Schwerter. Jeder Mann war auch ein Krieger. Die Römer hielten sie für gefährlicher als all die anderen germanischen Stämme. Über Jahrhunderte waren die Römer militärisch haushoch überlegene Verteidiger. Jetzt nicht mehr. Die Bürgerkriege hatten so viele Soldatenleben gekostet, dass am Rhein einfach die Truppen fehlten. Sie wurden praktisch überrannt. 354 nach Christus. Fast ungehindert dringen germanische Krieger tief ins römische Gallien ein, auf der Suche nach Land und Beute. Eine Provokation des Imperiums, wie sie die Vorfahren dieser Eindringlinge noch bitter bezahlen mussten. Kaiser Konstantin hatte ihre Anführer den Löwen vorwerfen lassen, was die Römer sonst nur mit Kriminellen taten. Damit wollte er den Franken die Lust an neuen Raubzügen nehmen. Konstantins brutale Befriedung hat Erfolg. Der westliche Teil der Franken, der Stamm der Salier, unterwirft sich Rom. Konstantin weist ihnen Land im Gebiet der heutigen Benelux-Staaten zu, Toxandrien. Dafür müssen die Saalfranken Soldaten für die römische Armee stellen und sie sollen als Puffer dienen gegen die Angriffe anderer germanischer Stämme. Doch im Imperium Romanum bleiben sie ein Fremdkörper.
Schlachten, Rauben und Plündern gehörte nun mal zum Leben der Franken, genauso wie Ackerbau und Viehzucht. Wann immer sich Gelegenheit bot, brachen sie auf zu neuen Raubzügen. Die ersten Franken im Römischen Reich fielen noch sehr auf. Sie trugen andere Gewänder, lange Haare und sie badeten nicht. Die Römer fanden sie laut und übelriechend. Nur langsam gleichen sich die gallischen Franken ihrer neuen Umwelt an. Nur ihr Dienst im römischen Heer führt zur direkten Berührung der beiden Kulturen. Allerdings weigern sich die Franken, ihren Glauben aufzugeben. Während die Mehrheit der gallischen Römer Christen sind, bleiben sie ihrer alten Götterwelt treu. Einer Naturreligion, von der nur wenig überliefert ist. Ihr traditioneller Glaube bestand vor allem aus der Verehrung von heiligen Dingen in der Natur. Wahrscheinlich gehörten dazu auch Götzen in der Gestalt wilder Tiere. Typisch heidnische Gottesvorstellungen. Die germanischen Götter verheißen vor allem Kraft und Stärke. Ein Gott, der Friede und Demut predigt, dessen Zeichen ein Kreuz, ein Folterwerkzeug ist, bleibt den Franken fremd. Nur wenige Familien sind bereit, sich taufen zu lassen. Ein Germane ließ sich nur auf eine Weise bekehren, nämlich indem der christliche Gott ihm seine überlegene Macht zeigte. Am besten durch ein Wunder. Und welches Wunder wäre größer als eine gewonnene Schlacht? In der römischen Armee gelten die heidnischen Neubürger bald als unverzichtbar. Zu Beginn des 5. Jahrhunderts übernehmen sie weitgehend den Schutz der Reichsgrenze. Während die römische Macht schwindet, rücken die Franken von Toxandrien aus immer tiefer nach Gallien vor und gründen neue Siedlungen. Das bedeutete nicht, dass die Römer über Nacht weggingen und ihre Macht einfach abgaben, aber der Ausdehnung der Franken von der Nordgrenze nach Süden stand nichts mehr entgegen. Die Macht der West- oder Saalfranken wächst nicht nur innerhalb des Römischen Reiches. Auch fränkische Stämme östlich der Grenzen erkennen ihren Führungsanspruch an. Aus dem westfränkischen Adel ragt bald ein Name heraus, Merowig. Der Namensgeber und Begründer der Dynastie, der Merowinger. Der Sage nach ist seine Familie göttlichen Ursprungs und Merowig selbst von einem Meeresungeheuer gezeugt. Das war natürlich der erkennbare Versuch dieser Familie, eine besondere Legitimität zu verleihen. Auch andere konnten reich, mächtig und stark sein, aber sie hatten eben keinen Gott in ihrem Stammbaum. Im Römischen Reich macht der vermeintliche Göttersohn Karriere als sogenannter Reichsgermane, als germanischer Heerführer in römischen Diensten. Doch um seinen Gefolgsleuten Land und Beute zu verschaffen, geht Merowig auch Bündnisse mit den Feinden Roms ein. Um erfolgreich zu sein, mussten die Franken nicht nur kämpfen können, sondern auch Verhandlungsgeschick zeigen im Umgang mit anderen Mächten in Europa. Zur Zeit König Merowigs sahen die Römer die Franken vor allem als Hilfstruppen. Manchmal aber wurden sie auch zu gefährlichen Gegnern, wenn sie auf Raubzug gingen. Freund oder Feind, Merowig wechselt häufig die Seiten, was für Germanenstämme in der Völkerwanderungszeit nicht ungewöhnlich ist. 451 nach Christus. Aus den Tiefen Asiens ist ein neuer, mächtiger Gegner in Europa eingefallen. Mit seinen Reitern dringt Hunnenkönig Attila bis nach Gallien vor. Der römische Statthalter Aetius weiß, dass er Bündnisse schmieden muss, um diesem Feind entgegentreten zu können. Attila führte eine Armee aus Hunnen und anderen verbündeten Stämmen.
Auch der römische Heermeister Aetius musste seine Armee mit Barbaren verstärken, um gegen Attila antreten zu können. Die Römer allein waren dafür zu schwach. Die Entscheidung fällt auf den sogenannten katalaunischen Feldern. Die genaue Lage des Schlachtfelds ist umstritten. Vermutlich zwischen Châlons und Troyes im Nordosten Frankreichs. Nur durch ein Bündnis konnten die Römer Attila bezwingen. Aber dafür mussten sie die Franken besser bewaffnen und ausbilden. Sie mussten ihnen Taktiken und Strategien offenbaren. Das war so, als würde man einer gegnerischen Mannschaft Einblicke in seine geheimsten Spielzüge geben. Es ist eine der größten Schlachten der Antike. Auf beiden Seiten kämpfen mehr als 40.000 Männer. Der Sieg der von Rom geführten Barbarenarmee über Attila war ungeheuer wichtig, denn er bewirkte, dass Gallien Teil des Römischen Reiches blieb. Doch für ihren Sieg erwarten Merowechs Kämpfer mehr als gute Worte. Die Franken wollten eine Belohnung. Sie wollten Land als gleichwertig behandelt und offiziell als Verbündete anerkannt werden. Rom zögert mit der Aufwertung der Vasallen. 6 Jahre später stirbt König Merowech. Sein Sohn Childerich wird neuer König der Westfranken. Wie sein Vater ist er geprägt von einer Welt, die römische und germanische Traditionen mischt. Zu einem der seltenen archäologischen Funde aus dieser Zeit gehört eine Grabinschrift aus Gallien. Sie lautet: Franke bin ich von Geburt an. Als Soldat Roms stehe ich unter Waffen. Als Childerich König wurde, dienten die Franken schon mehr als 100 Jahre in Roms Legionen. Sie schätzten römische Waren und siedelten am liebsten in Gebieten des Römischen Reiches, die für die Viehzucht geeignet waren. Eine Welt im Umbruch zwischen Antike und Mittelalter. Childerich empfindet seine Doppelrolle als geerbte Normalität. Schon sein Vater war Heerführer in römischen Diensten und gleichzeitig fränkischer König. Die Hilfe der romanisierten Merowinger braucht das römische Gallien mehr denn je. Fränkische Kämpfer bilden längst das Rückgrat der römischen Armee. 12 Jahre nach dem Hunnensturm droht die nächste Invasion Galliens. Diesmal aus dem Westen. Childerich und die Römer schließen ein Bündnis gegen ein Germanenreich, mit dem sie noch gemeinsam gegen die Hunnen gekämpft hatten. Die Westgoten. Ihr Expansionsdrang vom heutigen Spanien nach Südfrankreich zwingt das fränkische und das römische Gallien zur Einheit. Auch die Westgoten schlossen sich nur für ein Ziel zusammen, so viel Land zu erobern, wie sie konnten. Und das lockendste Ziel war Gallien. Die römische Herrschaft in Gallien scheint vor ihrem Ende zu stehen. Und diesmal besteht der Feind aus germanischen Bruderstämmen, die wie die Franken viel von der römischen Kriegsführung gelernt hatten. Childerich zieht dennoch an der Seite Roms in den Kampf, aus denselben Gründen wie sein Vater Merowech. Childerichs Beistand gegen die Goten sollte den Franken die Gunst Roms sichern, und das bedeutete Macht, Lohn und Ehre. Unter dem Befehl des römischen Heermeisters Aegidius schlägt ein römisch-fränkisches Heer die Westgoten in der Schlacht von Orléans. 463 nach Christus. Childerich wird allmählich vom Vasallen zum Partner. Den Römern war mittlerweile egal, wie unkultiviert die Franken waren. Sie brauchten einfach die fränkische Kampfkraft, um ihre gefährdeten Provinzen zu retten. Denn die lockten immer mehr Usurpatoren und Eroberer.
and the contenders for power. Die gestiegene Macht des Frankenkönigs ruft auch Neid und Misstrauen hervor. Für die römischen Statthalter wird der Merowinger zur Bedrohung. Auch unter den Westfranken hat er viele Rivalen, die nur auf eine Schwäche ihres Königs warten, um ihn zu stürzen. Sehr gut, oder? Childerich geriet in Schwierigkeiten, weil er zu viele junge Frauen verführte und unglücklich machte. Der Chronist der Franken, Bischof Gregor von Tours, schreibt später: Childerich, der schon lange ein Leben in Wollust führte, begann die Töchter seiner Untertanen zu verführen. Diese waren darüber so erzürnt, dass sie ihn zwangen, auf den Thron zu verzichten und sogar einen Anschlag auf sein Leben planten. Es ging wohl eher um politische Allianzen, Heiratspolitik, aber er heiratete einfach zu viele Frauen und konnte die dann nicht mehr standesgemäß versorgen. Der maßlose Herrscher muss ins Exil, doch er hofft auf Rückkehr. Beim Abschied gab Childerich einem Freund die Hälfte einer Goldmünze, die er zerbrochen hatte. Wenn er zurückkehren könne, solle der Freund einen Boten mit dieser halben Goldmünze zu ihm schicken. Er würde sie dann mit seiner Hälfte vergleichen und zurückkehren, wenn die Nachricht tatsächlich von seinem Freund stammte. Childerichs Verbannung ist für Historiker ein wichtiger Hinweis. Sie zeigt uns, wie sehr das fränkische Königtum dieser Zeit noch von der Zustimmung des Volkes abhing. Der König war noch längst kein absoluter Herrscher. Nach der Chronik des Gregor von Tours verlässt Childerich Gallien und zieht über den Rhein ins Reich der Thüringer. Doch er bleibt in Kontakt mit der Heimat und weiß, seine Anhänger arbeiten daran, die Rückkehr ihres Königs zu ermöglichen. 8 Jahre dauert das Exil. Sein Freund sandte ihm schließlich die ersehnte Nachricht mit der halben Goldmünze. Childerich kehrte zurück und wurde wieder als König der Franken akzeptiert. Er brachte wieder eine Frau mit, und zwar die Gattin des Königs, bei dem er Exil gefunden hatte. Sie sagte, sie wolle ihn heiraten, weil er der mächtigste Mann auf der Welt sei. Besena heißt die neue Gattin. Sie schenkt Childerich den Sohn, der sein Nachfolger wird und der Dynastie der Merowinger einen Platz in der Weltgeschichte sichert. Chlodwig. Mein Gott, 482 nach Christus stirbt Childerich. In seiner Residenz Tournai im heutigen Belgien wird er bestattet. Mehr als 1000 Jahre später, 1653, wird sein Grab beim Bau eines Armenhauses wiederentdeckt. Die Grabbeigaben dokumentieren den Wohlstand und die internationalen Beziehungen des Königs. Neben römischen und germanischen Stücken fanden sich auch Münzen und Juwelen aus dem fernen Byzanz. In Childerichs Grab wurden viele wertvolle Objekte gefunden, unter anderem hunderte von goldenen Bienen, die wohl seine Gewänder oder sein Pferd geschmückt hatten. Die Bienen, mit denen sich später Napoleon schmückte. Wir wissen übrigens genau, dass es sein Grab war, denn es fand sich auch ein Siegelring mit der Inschrift Childerici Regis. Also König Childerich. Belongs to Childeric, the king. Der größte Teil der Grabbeigaben ist später vermutlich gestohlen oder eingeschmolzen worden. Was bleibt, sind nur genaue Zeichnungen der Ausgrabungen von 1653.
Man fand römische Schwerter und der Tote trug die Uniform eines römischen Offiziers. Außerdem lag sein Grab inmitten eines römischen Friedhofs. Das zeigt schon, wie sehr Schilderich eben auch ein Römer war. Besonders wichtig für die historische Bewertung des Grabes sind die Skelette geopferter Pferde. Sie beweisen, dass Childerich ungetauft blieb. Ein heidnischer Herrscher, der sich nach germanischer Tradition Ausrüstung und Fortbewegungsmittel fürs Jenseits mitgeben lässt. Childerichs Platz nimmt sein Sohn Chlodwig ein. Er ist 16, als er 482 nach Christus König wird. Noch ist der Merowinger nur einer unter mehreren mächtigen Frankenfürsten, die im ständigen Streit miteinander liegen. Chlodwig war in vieler Hinsicht noch ein traditioneller germanischer Kriegerkönig. Er wollte Beute und Ruhm gewinnen und die Menschen seinem Willen unterwerfen. Doch ein Leben als Heerführer in römischen Diensten wie Vater und Großvater ist für Chlodwigs Selbstverständnis zu wenig. Nach 4 Jahren Herrschaft greift er nach der Macht in ganz Gallien. Er weiß, dass er dazu die Unterstützung der anderen fränkischen Kleinkönige braucht. Nur gemeinsam sind sie stark genug. Ihm gelang es tatsächlich, die Mehrzahl der Krieger aus den anderen Frankenstämmen anzuwerben. Das Ziel des Bündnisses ist ebenso epochal wie kühn, die römische Herrschaft in Gallien zu beenden. Mehr als 500 Jahre nach Caesars Eroberungsfeldzug ist Roms Macht in Gallien nur noch ein Schatten einstiger Größe. Von Soissons aus regiert Syagrius, der Sohn des einstigen römischen Statthalters Aegidius, nur noch kleine Teile der einstigen Provinz Gallien. Er verkörpert die Reste eines Imperiums, das dem Untergang geweiht ist. Syagrius war für die Germanen die letzte Bastion legitimer römischer Herrschaft. Er war die Verbindung zum alten Imperium, dessen Titel und Anerkennung man nach wie vor begehrte. Denn der Name Rom übte noch immer magische Anziehungskraft aus. Der Zauber Roms aber ist nicht mehr mit starken Legionen verbunden. Praktisch im Handstreich erobert Chlodwig Soissons und macht die Hauptstadt seines Gegners zum Mittelpunkt seines erweiterten Frankenreichs. Als Chlodwig im Jahr 486 Nordgallien eroberte, änderte er damit die Struktur fränkischer Herrschaft. Soissons wurde das neue Machtzentrum und von hier aus wurden nun auch viele Römer regiert. Römer und Franken begannen sich unter Chlodwigs Herrschaft zu mischen. Die Eroberung des Reiches von Soissons ist von der Wirkung her wie ein Staatsstreich. Ein romanisierter Barbarenkönig tritt an die Stelle des letzten legitimen römischen Herrschers in Gallien. Syagrius flieht, aber die Westgoten nehmen ihn gefangen und liefern ihn an Chlodwig aus. Der Frankenkönig kennt keine Gnade und lässt seinen einstigen politischen Partner hinrichten. Syagrius' Tod markiert den Untergang des römischen Galliens und den Beginn des Reiches der Merowinger. Tausende Franken folgen Chlodwig nach Süden und besiedeln das eroberte Gebiet. Doch für den König ist auch dieser Sieg nur eine Etappe. Chlodwig expandiert klar in Richtung Süden. Zugleich versucht er aber auch seine Herrschaft unter jenen Germanen zu festigen, die im Gebiet des heutigen Belgien und der Niederlande leben, also jene Stämme, die man unter dem Begriff die Franken zusammenfasst. Im neuen Reich der Merowinger sind die heidnischen Franken nur eine Minderheit.
Vermutlich mehr als 90% der Bevölkerung stellt die in Jahrhunderten gewachsene gallisch-römische Population. Fränkische Edelleute besetzen zwar fast alle Schlüsselstellungen, doch Chlodwig muss auch die Interessen der Mehrheit seiner römisch-christlichen Untertanen wahren. Als ein Bischof nach dem Sieg über Syagrius um die Rückgabe eines geraubten Gefäßes für Weihwasser bittet, lässt der heidnische König danach suchen. Auch wenn Chlodwig im Krieg die Kirche nicht gerade verschont hatte, so war er doch danach zu Verhandlungen mit Kirchenführern bereit. Die Herrschaft des Frankenkönigs beruht auf Charisma, Erfolg und auf Angst. Chlodwig findet das gesuchte Gefäß unter der Kriegsbeute eines Gefolgsmannes, doch der verweigert die Herausgabe. Eine Beleidigung, die die Autorität des Königs in Frage stellt. Chlodwig wartet auf eine günstige Gelegenheit, die Sache in seinem Sinn zu lösen. Er ruft seine Krieger zu einer Heerschau zusammen, so wie einst die römischen Legionen, und sagt: Ich will alle Rüstungen und Waffen sehen. Chlodwig kommt dann an dem Krieger vorbei, der das Gefäß zerbrochen hat. Er sagt: Deine Waffen sind eine Schande. Schau deine Wurfaxt an, schau dein Schwert an. Und er wirft sie auf die Erde. Als der Mann sie wieder aufheben will, spaltet ihm Chlodwig den Schädel und sagt: Wie du meine Schale behandelt hast, so behandle ich auch dich. Chlodwigs Macht beruht auf brutaler Gewalt und geschickter Bündnispolitik. Vor allem mit den anderen Frankenstämmen, die weiter im Osten siedeln. Sein wichtigster Bundesgenosse ist König Sigibert von Köln, der seit seiner Beinverletzung im Kampf den Beinamen der Lahme trägt. Die Franken blieben stets in Verbindung mit ihren Verwandten auf der anderen Rheinseite, sodass sie jederzeit Verstärkung rufen konnten. Mit Sigiberts Hilfe plant Chlodwig die nächste Eroberung. Im reichen Süden Galliens regieren noch immer die Westgoten. Ihren Angriff hatte Chlodwigs Vater Childerich bei Orléans abgewehrt. Jetzt aber wollen sich die Franken nicht verteidigen. Sie wollen angreifen. Chlodwig bemüht sich, alle fränkischen Stämme unter seiner Führung zu versammeln, um dann an ihrer Spitze neues Land zu erobern. In Soissons, am Hof des Herrschers, blühen Wirtschaft und Kultur. Chlodwigs christliche Ehefrau Krodeschild übt sanften Druck aus, will den König zum Glauben bekehren. Chlodwig war sein ganzes Leben lang christlichen Einflüssen ausgesetzt. In seinem Reich lebten ja Christen und Heiden zusammen. Er war durchaus bereit, an die Macht des Christengottes zu glauben, aber er verlangte dafür zwei Dinge. Erstens, euer Gott muss mir zum Sieg verhelfen, und zweitens muss er mir seine Macht durch ein Wunder beweisen. Schon bald gibt es Gelegenheit, die Macht des neuen Gottes auf die Probe zu stellen. Chlodwig führt Krieg gegen die Alemannen, einem verwandten Germanenstamm, der im Südwesten des heutigen Deutschlands siedelt. Südwestlich von Köln bei Zülpich trifft das Heer der Alemannen auf die Franken, 497 nach Christus. Als sein Verbündeter Sigibert erneut verwundet wird, steht das von Chlodwig geführte fränkische Heer kurz vor der Niederlage.
Im Augenblick der Verzweiflung betete er zum Gott seiner Frau. Schenke mir diese Schlacht. Wenn ich siege, weiß ich, dass du mächtig bist und ich werde dir folgen. Er betete also nicht zu einem Gott des Friedens, sondern zu einem Gott der Macht. Das erhoffte Wunder geschieht. Die Alemannen werden besiegt und unterworfen. Der Einfluss des Frankenkönigs reicht fortan bis an die Quellen des Rheins. Chlodwig muss sein Versprechen einlösen. Doch der Glaube des Königs ist keine Privatsache. Seine wichtigsten Gefolgsleute müssen mitmachen. Sonst verliert er Krone und Macht. Chlodwig berief eine Versammlung ein. Und wenn man den Quellen glauben darf, rief die Menge spontan: Wir wollen uns taufen lassen. Wir glauben an den Christengott. Das heißt, an diesem Tag wurden 3000 Franken zu Christen. Chlodwigs Taufe ist ein Wendepunkt nicht nur der fränkischen Geschichte. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Mit seinem Übertritt zum Christentum fällt die religiöse Schranke zwischen der fränkischen Herrenschicht und der großen Mehrheit ihrer Untertanen. Doch der Glaubenswechsel verschärft auch den Konflikt mit den Westgoten. Die sind zwar auch Christen, aber sogenannte Arianer. Das heißt, sie glauben nicht an die Dreifaltigkeit, sondern an Gott Vater als einzigen Gott. Alarich, der König der Westgoten, trifft sich in Amboise zu Verhandlungen mit Chlodwig. Clovis's conversion to Catholic Christianity. Chlodwigs Übertritt zum Christentum machte ihn für die Christen in Südgallien zum Hoffnungsträger, der sie von den arianischen Westgoten befreien sollte. Alarich sichert Chlodwig zu, in seinem Reich die arianische Lehre nicht weiter mit Gewalt zu verbreiten. Im Gegenzug bittet er um einen Friedensvertrag, um ein Überlaufen der gallorömischen Bevölkerung im Süden zu Chlodwig zu verhindern. Alarich schließt Frieden mit Chlodwig, weil er dessen Absichten fürchtet. Das gab ihm etwas Zeit, neue Kräfte zu sammeln und neue Strategien zu entwerfen. Friedensverträge wurden damals ja nie lange gehalten. Und dieser war keine Ausnahme. Der Frieden hält bis ins Jahr 507 nach Christus. Als Alarichs Goten einen Priester, der die arianische Lehre ablehnt, erst foltern und dann töten, fordert König Chlodwig Vergeltung. Als Schutzherr der Christen Galliens wittert er eine gute Gelegenheit zur Machterweiterung. Religiöse Auseinandersetzung und traditioneller germanischer Stammesstreit. Wie sehr der Glaube dabei echter Antrieb oder nur Vorwand ist, muss offen bleiben. Chlodwig ist erst seit wenigen Jahren Christ. Es gab ja schon immer das strategische Interesse, die Westgoten aus Gallien zu verdrängen, da sie die fränkischen Eroberungen bedrohten. Nordwestlich von Poitiers fällt die Entscheidung. Franken gegen Westgoten, papsttreue Christen gegen Arianer. Bischof Gregor von Tours schreibt: Einige der Soldaten schleuderten Wurfspieße, andere kämpften Mann gegen Mann. Schließlich flohen die Goten, doch zwei von ihnen nutzten die Verwirrung, um mit ihren Speeren auf den fränkischen König einzustechen. Nur seine lederne Rüstung rettete ihm das Leben. Krieg in dieser Zeit bedeutete Kampf Mann gegen Mann. Eine sehr direkte Angelegenheit. Mit Schwert, Speer oder Messer. Äußerst brutal. Auch die Heerführer müssen mitkämpfen. Mann gegen Mann. Als König Alarich getötet wird, ist die Schlacht verloren. Und der ganze Krieg.
Südgallien fällt an Chlodwig. Von der gotischen Herrschaft nördlich der Pyrenäen bleibt nur ein schmaler Küstenstreifen. Bei seiner triumphalen Heimkehr wird Chlodwig in Tours von einem Abgesandten des byzantinischen Kaisers begrüßt, der ihn zum Ehrenkonsul erhebt. Der Frankenkönig fühlt sich jetzt als legitimer Herrscher Galliens und trägt fortan den symbolträchtigen Purpurmantel. Mit der Ernennung zum Konsul sichert sich der oströmische Kaiser Chlodwig als Verbündeten. Das verschafft den Merowingern ungeheures Prestige und Chlodwig zeigt sich sofort dem Purpurmantel, so als wäre er römischer Kaiser. Chlodwig ist jetzt unangefochten der mächtigste König der Franken, aber nicht der einzige. Wir halten die Barbaren für ziemlich einfältig, aber das trifft nicht zu, besonders nicht für Chlodwig. Er war vielleicht einer der klügsten Politiker seiner Zeit. Natürlich handelte er brutal, aber auch sehr geschickt. Er weiß, dass er seinen Gegner Sigibert nicht selbst ermorden darf, da Sigiberts Leute ihm dann nicht folgen werden. Chlodwig will nicht nur den Besitz seines Rivalen, er will auch die Gefolgschaft der Anhänger Sigiberts. Chlodwig nutzt die Gier und die Eitelkeit von Sigiberts Sohn. Er sagt ihm, warum bringst du den alten Mann nicht um? Dann gehören alle seine Schätze dir. All the power, all that riches can be yours. Der perfide Plan geht auf. Nach Chlodwigs Einflüsterung schmiedet Sigiberts Sohn Chloderich ein Mordkomplott gegen den eigenen Vater. Der Sohn ahnt nicht, dass er mit seinem Auftrag an gedungene Mörder auch seinen eigenen Untergang besiegelt. Nach der Tat führt er arglos den Abgesandten Chlodwigs die Schätze seines Vaters vor. Chlodwigs Männer fragten ihn, wie viel Gold ist in dieser Truhe? Der Sohn steckte seine Hände hinein, um zu zeigen, wie tief sie ist. In diesem Augenblick schlugen sie den Deckel der Truhe auf seine Hände und töteten ihn. Nach dem Sohn lässt Chlodwig auch den Rest von Sigiberts Familie ermorden. Wie ihnen ergeht es den meisten Rivalen um die Herrschaft über die Franken. Chlodwig übernimmt ihren Besitz und ihre Gefolgschaft. Am Ende ist er der einzige König der Franken. Mit Mord und List eint er fast alle Stämme unter der Krone der Merowinger. Selbst für fränkische Verhältnisse gilt Chlodwig schon zu Lebzeiten als besonders skrupelloser und rücksichtsloser Herrscher. Chlodwigs Intrigen gegen die anderen fränkischen Kleinkönige sind typisch für die Geschichte der Merowinger. Er wird zum Herrscher aller Franken durch Mut und durch Heimtücke. 30 Jahre regiert Chlodwig die Franken. Aus dem eher unbedeutenden römischen Vasallenstaat formt er das Großreich der Merowinger und gibt ihm eine neue Hauptstadt an der Seine, Paris. Chlodwig schuf ein vereinigtes Königreich der Franken und damit auch eine neue nationale Identität. For the Franks.
Eine Identität, die mit der Zeit auch die Masse der gallischen Untertanen des Königs annimmt. Aus Römern werden Franken. Ein Prozess, der allerdings mehr als ein Jahrhundert dauert. Die Eroberungen Chlodwigs änderten zunächst wenig am Leben der Bevölkerung. Sie lebten mehr oder weniger weiterhin wie einst als Römer, zumindest für die nächsten ein oder zwei Generationen. Das Erfolgsgeheimnis der Merowinger: Kriegskunst und Wandlungsfähigkeit. Sie erkannten, dass sie gemeinsam eine bessere Zukunft haben. Auf diese Weise wurde das Reich der Franken das erfolgreichste Germanenreich in den Wirren der Völkerwanderung. 511 nach Christus stirbt König Chlodwig mit 45. Seine letzte Ruhestätte findet er in der neuen Hauptstadt Paris, in der Kirche der Heiligen Apostel. Sein ganzes Leben bestand aus Kriegen, Intrigen und Rivalität. War er erfolgreich genug, um das Weiterbestehen seiner Dynastie zu sichern? Er stand vor der Herausforderung aller Könige, die Nachfolge so zu regeln, dass sein Reich erhalten blieb. Das war aber schwer, denn er hatte vier Söhne. Nach germanischem Brauch wird das Merowingerreich unter Chlodwigs Söhnen aufgeteilt. Eine Entscheidung mit weitreichenden Folgen. Nach Chlodwigs Tod brach politisches Chaos aus. Es war viel schlimmer als alles, was wir etwa aus den Diktaturen Lateinamerikas kennen. Zwischen Chlodwigs Söhnen brach ein grausamer und fast endloser Bürgerkrieg aus. Doch am Ende erweist sich das Reich der Merowinger als beständig. Wer die Regenschlacht überlebte, versucht in einem Nachtmarsch verzweifelt offenes Gelände zu erreichen. Kein befestigtes Nachtlager mehr für die dringend benötigte Ruhe. Vorwärts, weiter, nichts wie raus aus den verfluchten Wäldern, lautet die Devise. Die Germanen bleiben den Flüchtenden dicht auf den Fersen. Sie wissen, in welche Richtung sie die Römer treiben müssen. Und die Legionäre stolpern vor ihnen her, als hätte man ihnen die Augen verbunden. Dennoch scheint sich der nächtliche Gewaltmarsch auszuzahlen. Endlich, drei Tage nachdem die Römer ihre gewohnte Route verlassen haben, wird der Wald lichter, das Gelände flacher. Wir sind gerettet, wir haben es geschafft. Hoffnung kommt auf. Doch nur für kurze Zeit. Wir sind gerettet. Endlich weites Land. Varus hatte vielleicht auf Numonius gesetzt, doch mit der Vernichtung seiner Reiterei erlischt auch dieser Hoffnungsschimmer. Und Arminius lässt die Römer spüren, sie sitzen noch immer in der Falle, den eigenen Tod vor Augen. Es wird vermutet, dass Varus und die Reste seiner Legion am dritten Tag das Wiehengebirge überschritten und die norddeutsche Tiefebene erreichten. Dort wandten sie sich nach Westen, dem Rhein, entgegen. Dabei marschieren sie auf einen Engpass zu, ein Nadelöhr, das nur auf einer Breite von etwa 80 Metern passierbar war. Zwischen dem Kalkrieser Berg im Süden und dem großen Moor im Norden. Ende der 90er Jahre stießen Archäologen in Kalkriese bei Osnabrück auf die Reste eines Palisadenwalls.
Hinter diesem Wall sollen Arminius und seine Krieger Varus aufgelauert haben für den letzten entscheidenden Schlag. Dass es sich hier um ein antikes Schlachtfeld handelt, beweisen Militarierfunde wie Kleinstteile römischer Rüstungen, Nägel und Nieten, aber auch Schwert- und Dolchfragmente sowie Geschoss- und Lanzenspitzen. Das unbestrittene Prunkstück ist die Maske eines römischen Reiterhelms. Sie war einst mit Silberblech überzogen und ist zur Ikone von Kalkriese geworden. Aus archäologischer Sicht ist zunächst mal fantastisch, dass wir 6000 Artefakte haben, die zweifellos mit Kampfhandlungen zusammenhängen. Und wir sind im Moment dabei, uns diese Artefakte genauer anzuschauen und zu beurteilen, in welchen Bereichen sie vorkommen und was man daraus überhaupt schließen kann für dieses Schlachtfeld. Und es spricht für die Vernichtung einer römischen Armee. Und das sind dann schon Indizien, die man, wenn man die Quellen betrachtet, sehr gut mit der Varusschlacht in Verbindung bringen kann. Die Bezeichnung Teutoburger Wald als Ort der Varusschlacht entstammt einem Text des Tacitus und taucht nur einmal auf. Dennoch hat sich dieser Name Saltus Teutoburgiensis durchgesetzt. Jetzt darf man den heutigen Teutoburger Wald einfach nicht mit Hilfe des Tacitus-Textes als den Ort der Katastrophe identifizieren, sondern der Teutoburger Wald hieß früher Osning. Und erst nachdem der Tacitus-Text bekannt geworden ist, hat man den Osning als Teutoburger Wald identifiziert. Und im 17. Jahrhundert hat sich dann die Benennung Teutoburger Wald, die uns so geläufig ist, für diesen Höhenzug durchgesetzt. Die Archäologen von Kalkriese haben den Ort nördlich des Teutoburger Walds zum Schauplatz der Schlacht erklärt. Die Museumsanlage ist zu einem Publikumsmagnet geworden. Kalkriese hat gute Argumente. Die wichtigsten Belege sind die gefundenen Münzen, die alle aus der Zeit vor 9 nach Christus stammen. Keine wurde nach der Schlacht geprägt. Wir haben keine Münzen, die nach 9 geprägt worden sind unter den ca. 1800 Münzen, die bislang gefunden worden sind. Das zweite ist, wir haben Münzen gefunden, die mit dem Varus gegengestempelt sind. Das heißt, diese Münzen müssen dort in den Boden gelangt sein, in der Zeit, wo Varus Statthalter war, also 7 bis 9 nach Christus. Entlang des Wiehengebirges haben Wissenschaftler über eine Strecke von 10 Kilometern Kampfspuren nachgewiesen. Daraus entwickelten sie folgendes Szenario für den dritten und entscheidenden Schlachttag. Aus dem Schutz des Waldes attackieren die Germanen immer wieder die Flanke des römischen Heereszuges. Oder vielmehr das, was von ihm übrig ist. Die Legionäre brechen nach vorn aus, direkt in den Engpass von Kalkriese. Dort schnappt die letzte Falle zu. Die Römer verlassen den Wald und formieren sich im Gelände. Arminius schwört seine Männer auf die Entscheidungsschlacht ein. Sie kommen! Jetzt gilt es, alles oder nichts! Freiheit oder Tod! Freiheit oder Tod! Wie viele Soldaten die Kämpfe in den Wäldern überlebt hatten, ist nicht bekannt. Auch nicht, ob sie sich nun sicher wähnten oder dem bevorstehenden Tod ins Auge blickten. Die Siege der letzten Tage riefen weitere beutegierige Germanen auf den Plan, die von der sicheren Vernichtung der dezimierten römischen Truppen profitieren wollten. Gegen die plötzliche Übermacht aus Cheruskern, Angliwariern und anderen Stämmen hatten die Römer keine Chance mehr. Der Sieg des Arminius war beispiellos. Einer der genialsten Kriegsführer der Antike, ein Barbar aus den Wäldern Germaniens. Varus aber wird zum Sündenbock für eine der größten Niederlagen, die Rom je erlitten hat. Noch auf dem Schlachtfeld begeht er Selbstmord. Bei Paterculus heißt es mit unverhohlener Verachtung: Der Feldherr hatte mehr Mut zum Sterben als zum Kämpfen. Er durchbohrte sich doch tatsächlich selbst. Und Kaiser Augustus im fernen Rom wird ausrufen:
Varus, gib mir meine Legionen wieder. Diese Vorstellung von den edlen Germanen, da sind wir natürlich sehr schnell bei Vorstellungen des 18., 19. Jahrhunderts. Vielleicht kann Archäologie da auch versachlichend wirken. Wir sehen ja auf dem Schlachtfeld, das war Plündern, das wahrscheinlich wirklich bis zur Leichenfledderei ging. Das Beutemachen war sicherlich sehr, sehr wichtig. Das war eine für die Germanen sicherlich faszinierende Möglichkeit, sich mit Edelmetall, Silber, Gold, Bronze, aber auch Eisen zu versorgen. Auch nach der dreitägigen Schlacht findet das Blutvergießen kein Ende. Plündern ziehen die Sieger über das Schlachtfeld, reißen den Toten und Sterbenden ihre Rüstungen und Waffen von den Leibern. Vae victis, wehe den Besiegten. Gefangene Legionäre werden den Göttern geopfert, die den Germanen den Sieg beschert haben. Die erbeuteten Legionsstandarten landen im Dreck. Der Leichnam des Varus wird geschändet. Sein Kopf geht auf eine schauderhafte Reise, bis nach Rom zu Kaiser Augustus. In der Stunde des Sieges ist Arminius der unbestrittene Anführer vieler Stämme, die ihre Rivalität untereinander überwunden haben. Werden sie ihm weiter folgen, um gemeinsam stark zu sein? Und wie wird Rom auf die Schmach reagieren? Die kurzfristige Folge des Sieges des Arminius bestand darin, dass Augustus den Versuch aufgegeben hat, Germanien bis zur Elbe zu okkupieren. Das ist ganz deutlich. Augustus hat das mit schweren inneren Kämpfen und auch gegen innere Widerstände durchgesetzt, die wir auch noch fassen können. Es gab genügend Leute in Rom, die gesagt haben, diese Schmach können wir nicht auf uns sitzen lassen, wir schlagen zurück. 6 Jahre später kehren römische Legionen während ihres Rachefeldzuges an den Ort des Untergangs zurück. Tacitus beschreibt die grauenvollen Funde, die die Soldaten unter dem Kommando des Germanicus machten. Mitten auf freiem Feld lagen die bleichen Gebeine zerstreut. An den Bäumen waren Schädel angenagelt, Altäre der Barbaren, an denen sie Tribunen und Zenturionen geschlachtet hatten. Germanicus lässt die Überreste bestatten und erweist den Gefallenen die letzte Ehre. Immer ist Blut ihr Preis und Hinschlachten ihr Charakter und ihr Name. So sagt einmal Karl von Clausewitz über große Schlachten der Weltgeschichte. Sein Urteil trifft auch auf die Monstrosität der Schlacht im Teutoburger Wald zu. Fast 2000 Jahre nach Germanicus entdecken Archäologen in Kalkriese Knochen, die in Gruben bestattet wurden. Die Gebeine stammen fast ausnahmslos von jungen Männern mit Hinweisen auf Gewalteinwirkung. Tierverbiss und Witterungsspuren beweisen, dass sie längere Zeit an der Oberfläche lagen, bevor sie unter die Erde gelangten. Vieles spricht dafür, dass Germanicus diese Knochen in Gruben bestattet hat. Auch dieser Befund wäre damit ein weiterer Beleg für Kalkriese als den Ort der Varusschlacht. Germanicus scheitert bei dem Versuch, Rache zu nehmen und die Germanen militärisch in die Knie zu zwingen. Sie nehmen Arminius nie gefangen. Er bleibt ein wehrhaftes Phantom. Nach einer katastrophalen Kriegsbilanz wurde Germanicus nach Rom zurückbeordert. Und die Weltmacht zieht sich für immer hinter den Rhein zurück. Germanien sollte nie römische Provinz werden. Die Schlacht im Teutoburger Wald sorgte für eine erste kulturelle Spaltung Europas. Römische Kultur hier, germanisches Naturvolk dort. Ein Beispiel ist Xanten am Niederrhein. Hier entsteht in der Folge eine römische Stadt mit Tempeln, einem Amphitheater und Bädern, ein Zentrum antiker Kultur. Auf der anderen Seite des Flusses bleiben die Germanen, was sie waren, ein Volk der Bauern und Krieger, primitiv, aber frei.
Der römische Historiker Tacitus schreibt in seiner Germania: Mögen uns die Götter lange, lange die Discordia, die Zwietracht der Germanen erhalten. Und darin muss man wohl schon auch die, den wesentlichen Grund dafür sehen, dass letztlich Arminius in seinem Streben, die Germanen zu einen und sich dann sozusagen als deren Führer, als deren König zu etablieren, gescheitert ist. Arminius bezahlt seinen Ehrgeiz, die Westgermanen in einem Königreich zu einen, mit dem Leben. Er wird vergiftet, vermutlich von seiner eigenen Familie. Das Land fällt in den Zustand dauernder Fehden zurück, unfähig zu politischer Organisation. Kein Stammesfürst duldet, dass ihn ein anderer an Macht und Einfluss überragt. Man bleibt unabhängig und uneins. Das Problem der Könige war immer der Adel. Und das ist eine Sache, die im germanischen oder im deutschen Raum, ja, wenn Sie so wollen, noch zu erkennen ist bis zu Friedrich Wilhelm IV. Als der 1848 die Königskrone angeboten bekommen hat, hat er gesagt, ja, was sagen denn meine anderen Fürsten dazu? Was das Volk sagt, ist ihm ganz egal. Aber er hat Angst vor seinesgleichen, vor den übrigen eben auch gekrönten Häuptern in Deutschland. Und so dass wir eben sagen können, ist dieses Neidgefühl, diese Rivalität, diese permanente Rivalität im Adel in Deutschland zumindest ein Dauerzustand. Besonders im 19. Jahrhundert wird Arminius von Nationalromantiker zum deutschen Helden stilisiert. Mit der historischen Realität hat dieses stählerne Denkmal, das ein Schwert statt nach Rom nach Frankreich richtet, wenig zu tun. Arminius wird benutzt für politische Ziele, seine reale Figur missbraucht. Ein strahlender Held war Arminius bestimmt nicht. Ein militärisches Genie gewiss, ein Machtmensch auch. Doch ist es nicht verwerflich, sich an die Spitze eines Volkes im Kampf gegen eine Besatzungsmacht zu stellen. Ausgerechnet seine Feinde haben uns seine Geschichte überliefert. Und in dieser erscheint er als ein dramatisch Zerrissener zwischen den Kulturen. Nicht zuletzt dieser Identitätskonflikt macht ihn zu einer modernen Figur für uns heute. Mit dem Ende des 2. Jahrhunderts bröckelt die Macht des römischen Imperiums. Die Legionen in den Nordprovinzen sind geschwächt von Bürgerkriegen und den ständigen Kämpfen am Limes. Immer wieder fallen germanische Krieger in die römische Provinz ein. In römischen Quellen sind verschiedene Namen für die Angreifer überliefert. Schamaven, Chatuaria, Bructera, Amsivaria, Salia. Das war ein loser Verband von Stämmen, die sich vereinten und wieder trennten, aus ganz verschiedenen Gründen und über einen langen Zeitraum. Sie kommen aus einer Welt ohne schriftliche Überlieferung, einer Welt, in der das Töten zum Alltag gehört. Sie waren wilde Krieger und berühmt für die Form ihrer Schwerter. Jeder Mann war auch ein Krieger. Die Römer hielten sie für gefährlicher als all die anderen germanischen Stämme. Über Jahrhunderte waren die Römer militärisch haushoch überlegene Verteidiger. Germani hatte Caesar die Stämme genannt, die östlich des Rheins in unzugänglichen Gebieten lebten. Auf ihren Beutezügen waren sie immer wieder auf römisches Territorium vorgestoßen. Um die Zeitenwende beschließt Kaiser Augustus, diese offene Flanke zur Provinz Gallien zu sichern. In mehreren Kriegszügen sollen die germanischen Stämme unterworfen werden. Einige wehren sich voller Ingrimm, andere schließen ein Bündnis mit Rom. Unter ihnen die Cherusker, ein Stamm an der Weser. Heute herrscht besondere Wachsamkeit. Die Römer kommen, um von den Cheruskern Tribut zu fordern. Noch vor ein paar Jahren sind die Germanen in ihren Dörfern und Häusern unter sich gewesen. Es ist die Heimat eines Jungen, der später Arminius genannt wird.
Er ist etwa 11 Jahre alt, als sich sein Leben auf einen Schlag verändert. Arminius' Vater Segemir gehört zum Adel der Cherusker. Segemir ist ein erklärter Gegner des Bündnisses mit Rom. Die Soldaten verheißen nichts Gutes. Sei gegrüßt, Segemir. Was willst du, Segestes? Du weißt, ich habe dich als Führer unseres Stammes schon längst anerkannt. Das heißt jedoch nicht, dass du mir willkommen bist. Und erst recht nicht in dieser Begleitung. Du sagst es, Segemir. Alle Fürsten der Cherusker haben mich auf dem Ting zum Anführer bestimmt. Und sie alle sind meinem Rat gefolgt, ein Bündnis mit den Römern einzugehen. Was willst du? Es ist an der Zeit, unseren Teil des Abkommens zu erfüllen. Ich bin hier, um deine Söhne abzuholen. Dass die Römer Söhne verbündeter Fürsten als Geisel nehmen, ist gängige Praxis. Erfüllungsgehilfen wie der Germane Segestes sahen in ihrer Kooperation mit Rom persönliche Vorteile. Wir wissen relativ wenig über die Vorgeschichte der Cherusker. Sie treten plötzlich in augusteischer Zeit in Erscheinung und waren zeitweise Rom gegenüber feindlich. Und dann wurde aber auch ein Bund mit Rom geschlossen. Und Segestes war die führende Figur der Cherusker in dieser Zeit der römischen Eroberung. Unser Wissen über die Germanen stammt aus antiken Texten. Autoren wie Paterculus, Tacitus oder Cassius Dio haben Erlebnisse von Soldaten verarbeitet, die aus Germanien heimgekehrt waren. Die Germanen verfügten über keine Schrift. Sie konnten die Geschichte ihres Arminius also nicht selbst aufschreiben. Arminius und sein Bruder Flavus, der Blonde, stellen für die Römer die Elite der Zukunft dar. Aus den barbarischen Kindern sollen treue Bürger Roms gemacht werden, um eines Tages in ihrer Heimat die Herrschaft des Imperiums zu stützen. Für die Römer ist das ein wichtiges Instrument, um ihre Macht in Germanien mittelfristig zu sichern. Denn wem können sie trauen, wenn selbst bei den verbündeten Cheruskern die Sippen gespalten sind zwischen Freunden und Feinden Roms? Von einem einheitlichen Stamm der Germani zwischen Rhein und Elbe kann keine Rede sein. Die Germanen, das waren Dutzende von Stämmen, zersplittert in Hunderte von Familien, die einander halfen oder sich bekämpften. Man kam auf römischer Seite in ein Gebiet, wie man es vorher noch nicht erobert hatte. Gallien hatte eine ganz andere Struktur, war keltisch geprägt, hatte bereits stadtartige Siedlungen und war stammesmäßig viel fester gefügt, als das in Germanien offensichtlich der Fall war. Die Germanen leben für sich und voneinander getrennt, berichtet der römische Geschichtsschreiber Tacitus. Größere Siedlungen umfassen bis zu 25 Langhäuser, in denen Mensch und Vieh unter einem Dach leben. In den Augen der Römer sind die Bewohner unzivilisierte Wilde ohne Kultur, in ihrer Lebensweise Tieren ähnlicher als Menschen. In dieses Bild passt Tacitus' Schilderung der Landschaft zwischen Rhein und Elbe. Weite Landstriche waren von undurchdringlichen Eichen- und Buchenwäldern bedeckt. Die Heimat der Germanen bleibt Tacitus und den Soldaten, die dort gedient hatten, fremd. Das Land mache, so schrieb der römische Stadtmensch, mit seinen Wäldern einen schaurigen, mit seinen Sümpfen einen widerwärtigen Eindruck. Vor allem störte die Römer, dass es keine Verkehrswege gab, dass es keine Punkte gab, auf die man zusteuern konnte. Es gab auch keine Burgen, die man hätte erobern können. Und dieser sogenannte Herzynische Wald, durch den man 9 Tage lang wanderte, ohne einen Menschen zu sehen, aber ab und zu mal einem Auerochsen oder einem Elch begehrte, das war für die Römer schon also ein Schreckbild. Für die römische Militärlogistik sind die undurchdringlichen Wälder ein Albtraum. Allein die Transport- und Nachschubprobleme sind immens.
Für viele der Soldaten kommt der Dienst im kalten Norden einer Strafversetzung gleich, weit weg von den angenehmen Städten am Mittelmeer. Die germanischen Urwälder sind ein Kulturschock. Die knorrigen Baumriesen, die den Einheimischen heilig sind, schrecken sie bis ins Mark. Sie standen im Norden Europas, gehörten hier irgendwie nicht hin und wussten nie, wann eine tödliche Gefahr aus dem Unterholz über sie hereinbrechen konnte. Arminius und sein Bruder wurden wohl zuerst an den Rhein gebracht, wahrscheinlich nach Xanten. Hier beginnt die Herrschaft Roms und stoßen germanische und römische Welt aufeinander, das Naturvolk und die städtische Zivilisation. Auf die beiden Jungen muss das römische Kastell fremd und faszinierend zugleich gewirkt haben. Hetera, beim heutigen Xanten, ist nur eines von 50 Militärlagern, die die Römer entlang des Rheins errichtet haben. Aus diesen Kastellen werden später Städte wie Köln, Koblenz und Mainz. Die Soldaten atmeten auf, wenn sie aus Germanien kommend endlich die Kastelle erreichten. Hier gab es Sicherheit und ein wenig Luxus. Diese Stützpunkte waren kein militärisches Sperrgebiet, sondern Schaufenster römischer Zivilisation. Sie wirken wie ein Magnet auf die Barbaren, angelockt durch den Handel. Blondes Frauenhaar steht bei den Römern hoch im Kurs. Münzgeld, das den Germanen bisher unbekannt war, wechselt für Felle und Pelze den Besitzer. Wer nicht zu verkaufen hat, verdingt sich als Trossknecht in der römischen Armee. Am Rhein herrschte früh eine römisch-germanische Mischkultur. Das muss auf die Germanen in einer unglaublichen Art gewirkt haben. Und auch die Art, wie die Römer dann so eine Stadt gebaut haben, diese ganze Organisation, die dahinter stand, die Perfektion der Vermessung und all dieser Dinge, die Perfektion, eine Wasserleitung anzulegen und all so etwas, das dürfte den Eindruck nicht verfehlt haben. Die Reise der jungen Germanen ging weiter. Wie jedes Kind dürfte Arminius die Trennung von seiner Familie geschmerzt haben. Doch die neuen Eindrücke haben ihn und seinen Bruder sicher schnell abgelenkt. Ah, da sind sie ja. Die Kinder des barbarischen Stammesfürsten. Als Fürstensöhne werden sie bevorzugt behandelt. Irgendwo auf römischem Territorium werden sie zum ersten Mal in ihrem Leben ein beheiztes Steinhaus betreten haben. Fühl mal, der Boden ist ja warm. Dann gingen sie auf die Reise ihres Lebens. Die Mosel hinauf, durch die Städte der römischen Provinz Gallien, über das Mittelmeer in die Hauptstadt der antiken Welt, Rom. Es ist denkbar, dass mit Arminius so verfahren wurde, weil man hatte derzeit etwa, als er ein Knabe war, sind solche Ehrengeiseln von den Römern in Germanien genommen worden. Steinerne Häuser, dicht an dicht, statt moosbewachsene Eichen. Das dürfte Arminius' erster Eindruck von der Stadt am Tiber gewesen sein. Mit fast 1 Million Einwohnern war Rom damals die größte Stadt der Welt. In den Prachtmeilen und auf den Plätzen trafen sich Menschen aller Völker. Arminius kam als Geisel, lebte in Rom, aber nicht als Gefangener. Er lernte die römische Kultur aus römischer Sicht kennen, aus der Sicht der Weltbeherrscher, und verinnerlichte sie. Arminius erlebte Rom in höchster Blüte. Nie war es großartiger gewesen. Im Carrara-Marmor der Tempel, Säulen und Statuen leuchtete die berühmte Pax Augusta. Das Römische Reich hat unter Augustus eine Ausdehnung erfahren, wie es vorher nie der Fall gewesen war. Dennoch wurde später die Zeit des Augustus mit dem Frieden assoziiert. Und das hängt einfach damit zusammen, dass er im Innern den Frieden geschaffen hatte, nach jahrzehntelangen Bürgerkriegen Römer gegen Römer. Nach außen aber war Augustus ja absolut kein Friedenskaiser oder Friedensherrscher,
sondern er hat eigentlich dauernd, ununterbrochen Krieg geführt. Mit 17 oder 18 Jahren war Arminius in die Armee eingetreten, wurde Teil von Roms berüchtigter Kriegsmaschinerie. Gnadenloser Drill und absoluter Gehorsam. Auch wenn germanischen Kriegern straffe Führung verhasst war, erwies sich Arminius als gelehriger Schüler. Bewegt euch! Bewegung! Die Armee, in der viele Germanen ausgebildet wurden, macht aus dem Cherusker einen Römer. Ein junger Mann, schnell von Begriff und für einen Germanen ungewöhnlich begabt, urteilt ein Zeitgenosse. Diese Erziehung der Germanen im Römischen Reich hat ja immer zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist der technische. Wie führe ich ein Heer? Wie kämpfe ich in der Schlacht? Wie bewaffne ich mich? Und der zweite Aspekt ist der ideologische. Ist Rom nicht die wahre Politik? Ist Rom nicht das Ideal, das wir also wirklich anbeten sollen? Und die Römer haben das kombiniert. Kurz vor Christi Geburt erhält Arminius seinen ersten Marschbefehl nach Pannonien, ins heutige Dalmatien. Als Offizier kommandiert er eine Auxilia, berittene Hilfstruppen, bestehend aus germanischen Söldnern. Einige Stämme der Balkanprovinz hatten sich gegen Rom erhoben. Rom schlägt zurück. 15 Legionen, nahezu die Hälfte aller Reichstruppen, sind in Pannonien aufmarschiert. Achtung! Haltet euch bereit! Zum ersten Mal erlebt Arminius die Überlegenheit der römischen Militärtechnik. Feuer! 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 Nicht im Mut des einzelnen Kämpfers besteht die römische Schlagkraft, sondern im strategischen Zusammenwirken einzelner Verbände. Arminius wird diese Lektion Zeit seines Lebens nicht vergessen. In offener Feldschlacht ist Roms Militärmaschine nicht zu bezwingen. Die römische Armee bestand aus berechenbaren Bausteinen. Die einzelnen Einheiten waren unter meist in dieser Zeit bereits professionellen Offizieren organisiert, wurden ausgebildet, taktisch geführt. Und diese Einheiten waren dann wiederum zu größeren Einheiten zusammengestellt. Das heißt, wir haben eigentlich schon im Grunde genommen fast eine moderne Organisation eines differenzierten Heeres. Während die Römer in geschlossener Formation der Schildkröte vorrücken, rennen die Barbaren in Keilform an, dem sogenannten Eberkopf. Die Wucht des Aufpralls zeigt nur Kurzwirkung. Die gepanzerten Legionen walzen den Gegner nieder. Wie ein einziger Körper so festgefügt sind die Reihen, heißt es. Und Arminius? Einzelheiten über seine Erfolge im Pannonischen Krieg sind nicht überliefert. Doch er wird sich außerordentliche Verdienste erworben haben, denn in Rom wird er von Kaiser Augustus in den Ritterstand erhoben. Die höchste Ehrung, die einem Barbaren zuteil werden kann. Der Fürstensohn aus den Wäldern Germaniens ist zu einem geachteten Bürger Roms geworden und bewegt sich geschmeidig in ihrer Kultur. Eine Bilderbuchkarriere. 15 Jahre zuvor hatte er seine Heimat verlassen müssen. Vermisst er seine Familie noch, das ungebundene Leben, die endlosen Wälder? Historiker würden viel dafür geben, wüssten sie, was den Cherusker damals bewegte. Wir haben zahlreiche oder zumindest mehrere Fälle, dass Germanen in römischen Diensten zwar das Handwerk gelernt haben, ohne sich aber tatsächlich als Römer zu empfinden und Rom die Treue zu halten. Es ist eben nicht so einfach, jemanden auch innerlich dazu zu bringen, ein System zu bejahen, das zwar große Vorteile anbietet, aber eben doch einen Identitätswechsel verlangt, der eben nicht jedem leicht fällt.
Im Römischen Reich mit seinen Provinzen kam den Statthaltern besondere Bedeutung zu. 7 nach Christus ernennt Kaiser Augustus einen neuen Statthalter für Germanien. Sein Name lautet Publius Quinctilius Varus. Der 53-Jährige hatte eine steile Karriere hinter sich und römische Machtpolitik in Krisensituationen exzellent vertreten. Als Statthalter in Syrien schlug er einen jüdischen Aufstand nieder. 2000 Aufrührer ließ er kreuzigen. Arm kam er in die reiche Provinz, reich ging er aus der Armen fort, lästerten manche Zeitgenossen. Nicht nur wegen seiner Verwandtschaft zu Kaiser Augustus war Varus ein respektierter Mann, das zeigen auch Kupfermünzen mit seinem Profil. Varus hatte alle Fähigkeiten, alle Erfahrungen, den haben wir auch immer, jedenfalls zu benutzen, auch hier jetzt, um eine Arminius-Monarchie zu errichten. Jetzt wird es spannend in den germanischen Wäldern. Wird inmitten der Naturmystik harte Realpolitik gemacht. Hinter dem Rücken der Römer ruft Arminius die Stämme zusammen. Er will sich ihre Gefolgschaft sichern, muss sie davon überzeugen, dass er über das Heil eines erfolgreichen Heerführers verfügt. Wer sich dieses Heil verdient oder damit von den Göttern gesegnet ist, der überträgt es auf alle, die ihm folgen. Wird es Arminius gelingen, die Stämme auf ein gemeinsames Ziel einzuschwören? Krieg führte man am liebsten untereinander. Der schlimmste Feind eines Germanen sind andere Germanen, so hatte es oft geheißen. Doch wie würden die Stammesfürsten reagieren, denen Rom ihre Treue mit Geld und Privilegien dankte? Anführer wie Segestes? Hört mich an, ihr freien Männer, hört mich an! Wir haben uns versammelt, um darüber zu beraten, ob wir unsere Waffen gegen Rom erheben sollen. Mein Rat hatte stets Gewicht bei allen unter euch. Und wer mir folgte, dem hat es noch nie geschadet. Heute beschwöre ich euch, es ist zwecklos, die Legionen des Varus anzugreifen. Wer wüsste nicht besser als du, Präfekt Arminius, dass sie unbezwingbar sind? Du hast recht, Segestes. Doch wir dürfen niemals hinnehmen, dass unsere Familien nicht in Freiheit, sondern in Knechtschaft leben. Es ist für uns alle unerträglich, dass wir in unseren Dörfern und Wäldern Tag für Tag fremde Soldaten, roten Bündel, Beile und Toga sehen. Dass freie Männer Tribut zahlen und nach römischem Recht abgeurteilt und hingerichtet werden. Aber warum sollen wir in den sicheren Tod rennen? Und auch noch riskieren, dass sie unsere Frauen und Kinder zu Sklaven machen. Es ist Zeit zu handeln, ehe unsere Schwerter verrosten. Ich habe einen Plan. Und wer mir folgt, den führe ich zu Ruhm und Freiheit. Segestes sah mit Sicherheit das große Risiko, dass Arminius mit diesem Aufstand über sein Volk und die Nachbarn dieser Cherusker auch gebracht hat. Und dass Arminius erfolgreich sein würde, war zunächst mal aus der Sicht sowohl der Römer als auch offensichtlich eines Teils der Cherusker ganz unwahrscheinlich. Am Abend vor dem Rückmarsch an den Rhein kommt Segestes in das Römerlager. Er will Varus warnen. Unsere Kundschafter berichten, einige Stämme der Germanen planen im Norden einen Aufstand. Vielleicht ist es besser, die Legionen gefechtsbereit ziehen zu lassen. Was hältst du davon, Arminius? Ich glaube, das sind allenfalls Gerüchte. Aber wenn du es befiehlst, werde ich mit unseren Hilfstruppen die Lage auskundschaften. So soll es geschehen. Auf eine gute Heimkehr. Auf Rom! Dann kommt es zu einer spektakulären Szene, die durch die römische Überlieferung Berühmtheit erlangt hat. Varus! Ich komme, dich zu warnen!
Warnen? Wovor? Eine Verschwörung, ein Aufstand, eine Revolte gegen dich und die Legionen Roms! Wer sollte denn so tollkühn sein, gegen uns das Schwert zu erheben? Der Mann, der mit dir am Tisch sitzt! Er hat recht. Ich werde deine Legionen auf dem Marsch angreifen, sie vernichten und dich eigenhändig mit meinem Schwert umbringen. Ich danke dir, Segestes, dass du mir diese unerträgliche Schmach ersparen wolltest. Komm, trink einen Becher Wein mit uns. Varus, ich beschwöre dich! Lass mich hier mit Arminius zurück! Lass uns beide in Ketten legen und zieh davon! Was fällt dir ein, zu glauben, ich könne den Freund nicht vom Feind unterscheiden? Varus war ein höchst erfahrener Mann und gehörte zur Spitze der Führungsschicht des Römischen Reiches und hatte speziell in Syrien bei schwierigen militärisch-politischen Auseinandersetzungen viel Erfahrungen gesammelt und hatte offensichtlich auch gute Erfahrungen damit gemacht, dass man seinen Verbündeten und seinen Freunden vertraut. Und Treue einem Freund gegenüber ist grundsätzlich eine gute Eigenschaft. In dem Fall hat er einen Fehler gemacht, weil der Freund treulos geworden ist. An einem Septembermorgen 9 nach Christus brachen die 17., 18. und 19. Legion auf. Mit dem Tross, den Handwerkern, Händlern und ihren Familien setzten sich über 20.000 Menschen in Marsch. Die einen freuten sich auf den Luxus des Winterlagers. Die Unerfahrenen sahen dem Weg durchs Germanenland mit gemischten Gefühlen entgegen. Viele Ältere wollten nur noch diesen letzten Feldzug hinter sich bringen, um ihr Leben in Rom als Veteran zu genießen nach einer großzügigen Abfindung. Einzelschicksale der Legionäre sind nicht überliefert. Nur auf diesem Stein, der in Xanten gefunden wurde, ist der Centurio Marcus Caelius mit seinen beiden Sklaven abgebildet. Gefallen in der Varusschlacht steht auf der Inschrift. Das klirrende Eisen tausender von Rüstungen und das Stampfen marschierender Legionäre wird man bis tief in die Wälder gehört haben. Doch dann wich der Lärm brüllender Stille. Die römische Grandezza, so erprobt in der Einschüchterung des Gegners, verfehlte dieses Mal seine Wirkung. Denn in den Wäldern geschah etwas, lauerte eine tödliche Gefahr, gut verborgen. Varus und seine Soldaten gingen geradewegs in eine Katastrophe. Die Schlacht wird völlig überraschend und mit vernichtender Radikalität über die römischen Streitkräfte hereinbrechen. Sie erwischte die Weltmacht Rom an ihrem Höhepunkt und sollte zu einer der größten Niederlagen ihrer Geschichte werden. Im Sommerlager des Varus herrscht an diesem Septembermorgen reger Betrieb. Beeilt euch! Los! Bevor sich die Legionen zu ihrem Winterkastell am Rhein zurückziehen, verlassen germanische Hilfstruppen unter ihrem Anführer Arminius das Lager. Der römische Oberbefehlshaber hat Arminius freie Hand gewährt, obwohl er vor dem Cherusker gewarnt wurde. Traust du ihm? Ich weiß es nicht. Aber was soll er schon gegen uns ausrichten? Es wird Herbst, das Wetter ändert sich schnell. Wir sollten aufbrechen. Im Regen durch dieses grauenvolle Land zu ziehen, ist bestimmt für niemanden ein Vergnügen, mein lieber Numonius. Von nun an gibt es keinen Weg zurück. Arminius hat von Varus den Auftrag, das Gelände nach Aktivitäten rebellischer Germanen zu erkunden. Doch der Cherusker führt anderes im Schilde. Er hat die Seiten gewechselt und Rom verraten. Die kommenden Tage und Nächte werden über sein Schicksal entscheiden. Von den Römern unbemerkt versammelt Arminius die Krieger der Cherusker und ihre Verbündeten. Auch sie gehen ein hohes Risiko ein. Götter sind mit uns. Sie prophezeien einen großen
Wenn du sagst, dass die Götter mit uns sind, gegen die Legionen des Varus haben wir keine Chance, wenn wir sie in offenem Feld angreifen. Ich habe an ihrer Seite in Pannonien gekämpft. Und ihre Legionen rücken geordnet in Reih und Glied mit solcher Wucht vor, dass wir bei einem offenen Angriff untergehen würden. Dann werden wir sie eben auf dem Marsch angreifen. Ihr Tross zieht sich träge wie ein Lindwurm meilenweit durch die Ebene. Aber Varus zieht mit 3 Legionen. Das sind fast 20.000 Mann! Wir sind ihnen unterlegen. Wir können sie nicht überall gleichzeitig angreifen. Völlig aussichtslos. Doch sie fürchten unseren Wald. Sie hassen den Morast und die engen Täler. Wir müssen sie in unsere Wälder locken. Arminius muss eine charismatische Persönlichkeit gewesen sein, dass es ihm innerhalb so kurzer Zeit gelungen ist, so viele Leute heimlich auf seine Seite zu bringen, ohne dass die Römer etwas gemerkt haben. Wie er das schaffen konnte, ist in der Forschung umstritten. Letzten Endes wissen wir es nicht. Die 3 Legionen, die damals aufbrachen, gehörten zur militärischen Supermacht der Antike. Rom herrschte über die ganze damals bekannte Welt. 300.000 Soldaten standen unter kaiserlichem Befehl. Diese Armee war vom Sendungsbewusstsein durchdrungen, die Segnungen Roms über die gesamte Menschheit zu bringen. An diesem Morgen sahen sich die meisten von ihnen schon im behaglichen Winterquartier, in den Bädern, umgeben von Frauen und trunken von süßem Wein. Niemand ahnte, dass diese Legionen ihrem Untergang entgegengingen. Der Rückweg ins Winterlager führt entlang einer den Römern bekannten Route. Von der Weser aus, südlich am Teutoburger Wald vorbei, bis zur Lippe. Auf dem Fluss bis zum Rhein. Normalerweise. Am Ende des ersten Tages erreicht die Marschkolonne die Ausläufer des Teutoburger Waldes. Das Terrain ist flach, das Wetter trübe, aber trocken. Die Soldaten kommen gut voran. Zur selben Stunde startet Arminius sein listiges Täuschungsmanöver. Er muss sein Vorgehen genau geplant und die Abfolge der Ereignisse klar vorhergesehen haben. Von nun an sollte er den römischen Befehlshabern immer einen Schritt voraus sein. Den Ausbruch der Gewalt kommentieren die römischen Quellen lakonisch. Als Arminius und seine Hilfstruppen vorausgeschickt worden waren, ließen sie die in ihrem Heimatgebiet stationierten römischen Soldaten niedermachen. Vermutlich tragen Arminius und seine Soldaten noch römische Rüstungen. Die arglosen Römer halten sie für Verbündete. Der Überraschungsangriff lässt ihnen keine Chance zur Verteidigung. Das Ungeheuerliche ist getan. Arminius hat die Weltmacht angegriffen. Zündet den Turm an. Die Besatzungen der Beobachtungstürme, die die Römer am Rand ihrer Marschrouten errichtet hatten, sind die ersten Opfer. Und Arminius sorgt dafür, dass seine Überfälle nicht unbemerkt bleiben. Jetzt begeht Varus einen entscheidenden Fehler. Halt! Er schätzt die Lage falsch ein. Quintilius Varus, was hat das zu bedeuten? Scheint so, als sei Arminius tatsächlich in Gefechte mit Aufständischen verwickelt worden. Die Gerüchte waren wohl doch nicht aus der Luft gegriffen. Am Morgen des zweiten Marschtages weichen die Römer von der vertrauten Route ab. Varus zieht mit seinen Legionen in die Wälder. Arminius, sieh doch! Er will Arminius zu Hilfe kommen und die Aufstände im Keim ersticken. Der Plan des Arminius geht auf. Nun hat er Varus da, wo er ihn haben will.
Varus hat hier sicher jetzt nicht mit größeren Kämpfen gerechnet. Er dachte, es ist nur eine Polizei- und Ordnungsaktion, wo er hier wieder Ruhe schafft und dann auch wieder nach diesem Umweg wieder abbiegen können, ohne hier ernsthaft in Schwierigkeiten zu geraten. Statt auf der sicheren Route führt Varus seinen gigantischen Zug nun Richtung Norden in unvertrautes, unwegsames Gelände. In den Teutoburger Wald. Damals wie heute ist dieser Höhenzug im Nordwesten Deutschlands geprägt durch schroffe Felsen, tiefe Täler, dichte Wälder. Ein Albtraum für die römischen Soldaten. Eigentlich unpassierbar für ein Heer von 22.000 Mann. Der Vormarsch der Truppen gerät ins Stocken. Der glitschige, wurzelüberwucherte Boden erzwingt die Auflösung der Marschformation. Von schwerer Ausrüstung belastet werden die Legionäre mit jedem Schritt müder und müder. Die Pioniere müssen unablässig schuften, um den Weg für die Trosswagen und die große Zahl von Zivilisten freizumachen. Ein extremer Zeitaufwand, der an den Nerven zehrt. Was ist denn? Ihr haltet den Tross auf! Alle anpacken! Beeilung, weiter! Jetzt mach schon! Schieben! Also, geht doch! Stur setzt der Zug des Varus seinen einmal eingeschlagenen Weg fort. Die Germanen dagegen kennen jeden Ast und jeden Bachlauf ihrer Wälder. Schnell und lautlos kommen sie über alte Trampelpfade aus allen Richtungen zusammen. Durch die leichte Bewaffnung mit Speeren, Äxten und Schwertern sind sie weitaus beweglicher als ihre gepanzerten Gegner. Im Unterholz bringt Arminius seine Streitmacht in Stellung. Die Römer merken von all dem nichts. Lange bevor sie einen Feind zu Gesicht bekommen, sind die Römer vom Waten im Schlamm und Schleppen der nassen, schweren Stämme ausgelaugt. Cassius Dio schreibt, bereits vor dem Überfall hatten die Römer mit dem Fällen der Bäume, der Anlage von Wegen und der Überbrückung des Geländes Mühe genug. Auch wenn Varus langsam Zweifel kamen, umkehren konnte er nicht mehr. In einem Wendemanöver hätte sich der Zug völlig aufgelöst. Wie viele Krieger Arminius aufbieten konnte, ist nicht überliefert. Die Zahl von 3 Legionen wird er nicht erreicht haben. Er konnte seine Männer allerdings an ausgewählten Abschnitten konzentrieren. Der römische Zug zog sich allmählich sehr in die Länge. Dies war ein großer Vorteil für die Germanen. Die Waffen der Germanen waren einfach. Und so manche Axt wird nicht die schärfste gewesen sein. Das Eisen für ihre Waffen gewannen sie aus Erz, das sie vor allem in flachen Senken fanden. Mit Holzkohle gemischt wurde es in sogenannten Rennöfen verhüttet. Ihr Name ist von dem Wort Rinnen abgeleitet. Das Eisen rinnt nach der Schmelze im Ofen nach unten. Besonders effizient war das Verfahren nicht. Große Stückzahlen an Schwertern ließen sich damit kaum herstellen. Die meisten werden daher mit Äxten und Lanzen bewaffnet gewesen sein. Die Germanen mussten nicht unbedingt jetzt eine große Übermacht aufbauen, weil sie griffen ja die Römer an in einer langen, langen Kolonne. Sie konnten sich die Stelle raussuchen und wenn meinetwegen auf einer Tiefe von 2 Kilometern hier untermischt mit Wagen und Maultieren und so weiter, hier 3000 römische Legionäre marschieren, in einer schmalen Front, viele, viele hintereinander mit Marschgepäck belastet. Und die werden jetzt angegriffen von 5000 Germanen, haben die natürlich einen Überraschungsmoment und auch an diesem Punkt eine entscheidende numerische Überlegenheit. Arminius besitzt einen weiteren Trumpf. Die Legionen werden von einem Flankenschutz gesichert, der aus berittenen Hilfstruppen besteht, germanischen Söldnern. Und die haben sich dem Aufstand angeschlossen.
Noch ahnt Varus nicht, dass aus seinem eigenen Flankenschutz die erste Angriffswelle über seine Legionen hereinbrechen wird. Aus dem Hinterhalt stoßen die Krieger von den Hügeln herab gegen die Legionen vor. Nur das Dröhnen ihrer Schritte, der Atem aus zahllosen Kehlen, kündigt das nahende Unheil an. Wechselt der Flankenschütz die Seiten. Cassius Dio klagt, das tüchtigste aller Heere wurde durch die Treulosigkeit des Feindes und die Missgunst des Schicksals hintergangen, da man ihm nicht einmal Gelegenheit bot, zu kämpfen oder vorzurücken. Kämpfen mehr mit ihren Leibern als mit ihren Waffen, heißt es. Im Chaos blockieren Trosswagen und Zivilisten jeden Versuch der Römer, Verstärkung heranzuführen. Die Germanen ließen den von beiden Flanken bestürmten Römern keine Chance, sich zu formieren. Die schlagkräftigste Armee der Antike ist wehrlos. Der Stolz Roms ohnmächtig. Arminius zwingt die Römer zum Einzelkampf. Er widerspricht allen römischen Gewohnheiten in einer Schlacht. Keine Vorgeplänkel, keine aufmarschierenden Heere, kein geordnetes Vorrücken. Stattdessen Hit and Run. Zuschlagen und Rückzug. Man kann diese Art der Kriegführung des Arminius sich als eine Art der Guerilla-Taktik bezeichnen, also des Kleinkrieges, der den Hauptkampf lange Zeit vermeidet, solange bis der Gegner geschwächt genug ist. Und wer aus dem Hinterhalt arbeitet, mit Überraschungsmomenten arbeitet, das Gelände, die bessere Geländekenntnis seiner Leute ausnutzte. Los, weiter, sammeln! Einiges spricht dafür, dass Arminius nur den mittleren Abschnitt der Legionen attackierte und eine weite Lücke in den Marschkörper riss. So blockierte er die hinteren und vorderen Streitkräfte. Sie konnten den Angegriffenen nicht zu Hilfe kommen. Erst als sich die Germanen längst wieder zurückgezogen hatten, erreicht die Verstärkung das Schlachtfeld. Rom hatte das erste Gefecht verloren, aber noch lange nicht den Krieg. Verdammt, Präfekt, ich erwarte sofort Meldung. Was ist hier los? Wir sind in einer schwierigen Lage. Es sieht so aus, als habe unser Flankenschutz die Seiten gewechselt und uns angegriffen. Vom hinteren Teil des Drosses kommt dieselbe Nachricht. Wir haben 2 Zenturien verloren, bevor sie sich dem Feind überhaupt entgegenstellen konnten. Warten auf weitere Meldungen. Aber ist es ein groß angelegter Angriff oder eine kleine Horde Barbaren auf Beutezug? Ich denke, es handelt sich um eine umfangreiche Streitmacht der Germanen. Gibt es Nachricht von Arminius? Also gut. Wir müssen so schnell wie möglich weiterkommen. Sobald wir in diesen verfluchten Wäldern einen geeigneten Platz gefunden haben, werden sich alle Einheiten sammeln und dort das Marschlager aufschlagen. Varus hielt sich also zunächst noch also an das römische Standardverfahren. Es wurden also ein befestigtes Lager gebaut, so gut es ging, so gut das Gelände und die Kräfte der Truppen zuließen. Das hat er mit gutem Grund gemacht, weil der Gegner war ja da und er musste schauen, dass er die Leute in der Nacht wenigstens also einigermaßen ruhen können, ohne unentwegt irgendwelchen Angriffen ausgesetzt zu sein. Und Wall und Graben, wo dann natürlich auch entsprechend Wachposten dahinter waren, waren dann schon geeignet, dem Gegner also Respekt einzuflößen und von direkten Attacken einmal vorerst abzuhalten. Im Schutz der Palisaden werden die Verwundeten versorgt. Numonius und Aegius verschaffen sich einen Überblick der Lage. Aegius, unsere Verluste sind schlimmer als befürchtet. 8 Kohorten wurden vollkommen aufgerieben. Was jetzt?
Vielleicht sollten wir uns hier verschanzen. Weiter zu marschieren wäre völliger Wahnsinn. Komm, gehen wir. Und Varus? Verflucht er bereits die Stunde, in der er Arminius zu sehr vertraut hat? Sein Ansehen ist angeschlagen. Jetzt muss er handeln. Das Lager steht. Wir sollten hier bleiben. Senden wir Boten zu den Lagern in Haltern und Xanten. Sie müssen uns Unterstützung schicken. Ich stimme Numonius zu. Wir brauchen Hilfe. Nein! Verflucht, ich werde diese Barbaren selbst vernichten. Wir müssen nur aus den Wäldern raus. Numonius, trenn die Zivilisten von den Legionen. Vernichtet den Tross. Lasst alles zurück, was uns daran hindert, bei Tagesanbruch unverzüglich weiterzumarschieren. Aber ich denke, wir... Was denn? Führt meinen Befehl aus! Die Entscheidung, den Tross zurückzulassen, ist ein weiterer strategischer Fehler, der Varus später zur Last gelegt wird. Die brennenden Trosswagen bleiben den germanischen Spähern nicht verborgen. Umgehend erstatten sie im Lager der Germanen Bericht. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Hey! Arminius! Die Römer verbrennen ihre Trosswagen. Sie haben die Zivilisten vor das Lager getrieben und vernichten ihre Vorräte. Was? Schnell zu den Waffen! Wir greifen sie an und plündern, bevor alles in Rauch aufgeht! Meine Männer wollen Beute machen! Worauf warten wir denn noch? Seid ihr verrückt geworden? Wollt ihr jetzt etwa alles zunichte machen, was wir erreicht haben? Ihr habt mir Gefolgschaft gelobt. Und ich schwöre euch, dass ich euch zum Sieg führen werde, wenn ihr meine Befehle befolgt. Die Leistung des Arminius war hier, dass er seine an sich ja nicht übermäßig disziplinierten Leute dazu brachte, eine rationale, zweckmäßige Taktik zu betreiben, die sicher viele von denen zunächst für feig gehalten haben oder wo sie ihr Temperament zügeln mussten und dass sie sich ja so an seine Konzeption gehalten haben. Unter Arminius erleben die Germanen zum ersten Mal, dass eine Befehlshierarchie und organisiertes Handeln zum Erfolg führen. Indem Arminius den Stammeskriegern einen gemeinsamen Willen gibt, ist er der erste Germane, der aus dem Dunkel ihrer Geschichte für uns fassbar wird. Ein Barbar, der vielleicht von einer höheren Kultur für sein Volk träumte. Am nächsten Morgen verlassen die Legionen kampfbereit das Lager. Die Zivilisten werden ihrem Schicksal überlassen. Varus spekuliert darauf, dass sich die Horden des Arminius an ihnen vergreifen und die Legionen ziehen lassen. Die Rechnung ging nicht auf. Ein dahingemetzelter Tross hätte in den Quellen seinen Niederschlag gefunden, doch ist davon nichts erwähnt. Nach Tacitus sagte Arminius einst, nur gegen Bewaffnete führe man Krieg. Die Menschen, die dort in diesem Tross dabei gewesen sind, grundsätzlich zu verschonen, hat weniger etwas mit Humanität zu tun, sondern man nahm diese Menschen in Gefangenschaft und konnte sie dafür hinterher dann wieder um Geld freigeben. Deswegen sehe ich da weniger einen moralischen Aspekt, dass Arminius so ein edler Mensch gewesen ist, der die Zivilisten verschont hat, sondern das hatte ganz praktische Züge. Am dritten Marschtag schlägt das Wetter um. Sintflutartige Regenfälle bringen den neu geordneten Vormarsch der Legionäre wieder zum Stocken. Die Ausrüstung, nass und schwer wie Blei, macht die Soldaten noch unbeweglicher. Arminius und seinen Kriegern muss es vorkommen, als habe Gott Wodan dieses Unwetter geschickt. Cassius Dio schreibt, da brachen heftiger Regen und Sturm los. Während die Römer gegen die Elemente kämpften, kreisten die Germanen sie von allen Seiten ein. Dann entfesselt Arminius einen Angriff von ungeheurer Brutalität. Was war das?
Überall brechen die Germanen aus dem Unterholz. Den Römern müssen sie wie furchtbare Geister erschienen sein. Keine Zeit für heroischen Kampf, keine Zeit, Verwundete zu bergen. Viele suchen ihr Heil in der Flucht, stolpern im schon blutgetränkten Morast, fallen über die Sterbenden. Tausende lassen ihr Leben im Kampf Mann gegen Mann. Welch unversöhnlicher Hass, welch rasende Urkräfte müssen hier zum Ausbruch gekommen sein. Ein römischer Chronist schreibt, eingeschlossen in Sümpfe und Wälder wurden die Römer Mann für Mann abgeschlachtet, und zwar von demselben Feind, den sie ihrerseits zuvor stets wie Vieh abgeschlachtet hatten. Jetzt nehmen die Germanen grausame Rache. Es gibt keinen Feldherrn mehr, dem die Legionäre in diesem Inferno folgen könnten. Die Armee des Varus befindet sich in Auflösung. Später wird man in römischen Quellen lesen, der Triumph des Arminius sei ein Resultat widriger Umstände gewesen. Es ist ein Topos der Schlachtenbeschreibung zu allen Zeiten, dass die Naturgewalten immer auf Seiten des Siegers auftreten. Und der Verlierer im Zweifelsfalle sagen kann, das war gar nicht der Gegner, das waren die Naturgewalten, an denen ich gescheitert bin. Andererseits muss man sagen, bei den Germanen ist das nicht ganz unglaubwürdig, dass das Wetter tatsächlich eine Rolle gespielt hat. Die Römer waren schwer bepackt, die Germanen waren leicht gekleidet. Von daher ist es durchaus denkbar, dass in diesem Falle tatsächlich das Wetter eine gewisse Rolle gespielt hat. Und die große Frage, sind die Germanen Einwanderer oder sind sie Eingeborene, hat Tacitus ganz klar beantwortet. Das müssen Eingeborene sein, denn wer käme schon auf die Idee, in ein solches Land einzuwandern bei einem solchen Wetter? Innerhalb von 24 Stunden erleidet Varus zwei verheerende Angriffe auf seine Legion. Langsam muss dem Feldherrn klar werden, dass ein Sieg unmöglich ist. Dass es nur noch darum geht, den drohenden Untergang abzuwenden. Varus erlebt den Furor Teutonicus. Als die römische Reiterei unter Numonius endlich das Schlachtfeld erreicht, findet der Präfekt einen ratlosen Oberbefehlshaber vor. Präfekt, was sollen wir jetzt tun? Wenn wir noch länger in diesen Wäldern bleiben, sind wir verloren. Wir brauchen endlich Unterstützung. Ich werde versuchen, mit meinen Reitern zu einem Stützpunkt durchzukommen, bevor die Pferde in Kräfte zusammenbrechen. Historische Quellen berichten, dass Numonius nur seine eigene Haut retten wollte. Er ließ das Fußvolk im Stich und trat die Flucht zum Rhein an. Die Rache des Schicksals ließ nicht auf sich warten. Den Verräter ereilte unterwegs der Tod, heißt es bei Paterculus. Was auch immer Varus und Numonius im Sinn hatten, Arminius war ihnen stets einen Schritt voraus. Er schrieb das Drehbuch dieses Dramas. Die damals ein römischer Senator, der für eine Aufgabe wie in Germanien ausgewählt wurde, haben musste. Und Augustus hätte mit Sicherheit niemanden dorthin geschickt, nur weil er mit ihm verwandt war, wenn er nicht auch davon überzeugt gewesen wäre, er wird seine Aufgabe auch aufgrund seiner Erfahrung entsprechend dort erfüllen. Das Schicksal spielt ihm einen wichtigen Mann an seine Seite. Arminius soll den Feldherrn Varus in Germanien unterstützen. Der Offizier Arminius gilt als tapfer und loyal. Sein Ruf ist ausgezeichnet. Er kennt die Kampfesweise seiner germanischen Landsleute und er spricht ihre Sprache. Varus wird die Wahl gefallen haben.
ein oder zwei Jahre vor der Schlacht kehrt Arminius in seine Heimat zurück. Systematisch haben die Römer inzwischen den Ausbau der Provinz vorangetrieben. Entlang des Main, der Lahn und der Lippe haben sie Militärlager errichtet, die ihre Herrschaft in Germania Magna sichern sollen. Haltern an der Lippe wird das Verwaltungszentrum werden, die Hauptstadt der neuen Provinz. Nahe dem heutigen Römermuseum von Haltern errichteten die Römer vor 2000 Jahren einen Truppenplatz für drei römische Legionen, insgesamt 20.000 Mann. Es wurden Kasernen gebaut, Waffenschmieden und Töpfereien, aber auch Villen für hohe Beamte. Und an der Lippe entsteht ein Hafen für den Nachschub an römischen Waren, die das Leben im Barbaricum erträglicher gestalten sollen. Germania capta. Germanien ist erobert, meldet man nach Rom. Die Römer haben sehr früh versucht, gegenüber ihrer Öffentlichkeit den Eindruck zu erwecken, dass Germanien besiegt sei. Darüber gibt es eine ganze Reihe von guten Zeugnissen. Augustus in seinem Testament schreibt, ich habe Germanien besiegt bis zur Mündung der Elbe. Und jeder Feldherr, der in Germanien irgendwann einen kleinen Sieg errungen hat, hat sich Germanicus genannt, so als ob er die Germanien im Griff hätte. Die Römer haben Münzen geprägt mit der Germania als Frau, die trauernd auf dem Boden sitzt mit einem zerbrochenen Speer, sodass die römische Öffentlichkeit wirklich diesen Eindruck hatte. In Germanien hatte sich nichts verändert, wie der römische Mann von Welt bei seiner Rückkehr feststellen musste. Als hätte seine Reise nie stattgefunden, gab es in der Cheruskersiedlung weder Wasserleitungen, noch hatten die Germanen Lesen und Schreiben erlernt. Von Romanisierung keine Spur. Dem Leben mit der römischen Besatzungsmacht standen die meisten immer noch skeptisch gegenüber, wie Segimer, der endlich seinen Sohn wiedersah. Mein Sohn, es freut mich, dich wiederzusehen. Auch wenn ich zugeben muss, dass es ein seltsames Gefühl ist, dass du mein Haus als Vertreter Roms betrittst. Vater, die Zeiten haben sich geändert. Unsere Heimat wird ein Teil des gesamten römischen Imperiums werden. Du wirst sehen, wir bringen Fortschritt, Frieden und Wohlstand. Wir werden Städte bauen und Straßen. Wir? Bei allen Göttern, Sohn. Du darfst deine Herkunft nicht verleugnen. Die Römer pressen uns aus wie die Trauben, aus denen sie ihren sauren Wein keltern. Sie zählen unsere Köpfe wie Vieh, um Steuern zu erheben. Sie verbieten sogar allen freien Männern das Tragen von Waffen. Wie soll ein Cherusker leben? Ohne ein Schwert in seiner Hand. Mag sein, dass du recht hast. Die Zeiten haben sich geändert. Aber es ist eine Zeit der Knechtschaft und nicht der Freiheit. Und doch gab es nicht nur germanische Hardliner, die auf Freiheit und Selbstbestimmung beharrten. Beweise dafür fanden Archäologen im nördlichen Hessen an der Lahn, nahe dem kleinen Ort Waldgirmes. 1993 stoßen sie hier auf römische Fundamente. Zunächst vermuten die Experten ein weiteres Militärlager. Die Behauptung römischer Chronisten, man habe östlich des Rheins bereits Städte gegründet, galt unter Fachleuten bis dahin als Propaganda der Besatzer. Doch die Funde geben den Chronisten recht. Waldgirmes ist eine rein zivile Anlage, die erste und bislang einzige, die jenseits des Rheins entdeckt wurde. Waldgirmes war eine Stadt nach römischem Vorbild, eine Stadt für Römer und Germanen. Der römische Chronist Cassius Dio schreibt über diese Politik. Durch den Bau von Foren, von Häusern und Bädern sind die eben Unterworfenen zu Ruhe und Frieden verlockt worden. Den spektakulärsten Fund machte man in einer Grube mit über 100 Bruchstücken. Darunter
der verzierte Teil eines Pferdegeschirrs und ein Pferdehuf. Sie gehörten zu einer Statue, bei der es sich um ein Reiterstandbild des Kaisers Augustus gehandelt haben muss. Das mit Blattgold verzierte Monument stand auf dem Forum der Stadt. Rom war sich seiner Herrschaft in Germanien also sicher. Die Römer zeigten ihren Herrschaftsanspruch vor allen Dingen gegenüber der einheimischen Bevölkerung. Man muss sich vorstellen, es kommt ein Einheimischer auf den Platz des Forums und sieht sich einem goldglänzenden, auf einem Sockel stehenden Reiterstandbild gegenüber mit Porträtzügen. Das muss ein unglaublicher Eindruck gewesen sein. Varus hatte sein Amt in Germanien angetreten. Wohl in Haltern kommt es zur ersten Begegnung mit Arminius. Der Kaiser befiehlt, dass ich Germania Magna zur römischen Provinz mache. Wie schätzt du die Lage in deiner Heimat ein, Arminius? Mit Verlaub, darüber steht mir kein Urteil zu. Ich bin Reiterpräfekt, Varus, kein Senator. Richtig. Doch es ist dein Land, es sind deine Leute, die auf Befehl des Kaisers ein Teil des römischen Reiches werden sollen. An Germanien erinnert nur noch das Blut in meinen Adern. Mein Kopf ist ebenso römisch geworden wie meine Zunge. Dann will ich hoffen, dass das Blut dem Kopf gehorcht. Perfekt. Schon in den nächsten Tagen werden wir mit den Legionen ins Sommerlager aufbrechen. Du wirst als Kundschafter vorausreiten. Zur Wahrnehmung ihrer Hoheitsrechte verlegen die Römer in den Sommermonaten Truppen nach Osten. Von ihren Stützpunkten an Rhein und Lippe ziehen sie an die Weser, ins Siedlungsgebiet der Cherusker. Der Weg in die Wildnis ist stets ein gewagtes und logistisch hochanspruchsvolles Unternehmen. Da es keine Straßen gibt, nutzen die Römer den Fluss Lippe für den Truppentransport und die Versorgung mit Nachschub. Für flache Gewässer hatten sie einen besonderen Schiffstyp entwickelt. Die Prahme, ein 30 Meter langes Plattbodenboot. Es hatte nur 40 Zentimeter Tiefgang, trotzdem konnte es bis zu 53 Tonnen Ladung aufnehmen. Mit einer gewaltigen Flotte, die Hunderte dieser Schiffe umfasst, dringt Varus über die Lippe ins Innere Germaniens vor, bis der Fluss nicht mehr schiffbar ist. Dann wird die Ladung an Land gebracht. Dazu zählt nicht nur militärische Ausrüstung. Die Legionäre werden von einem Tross von Zivilisten begleitet. Schmiede, Zimmerleute, Steuerbeamte, viele mit ihren Familien. Dazu kommen Kaufleute, die Wein, Oliven und alles mit sich führen, was den Römern den Aufenthalt in der Wildnis erträglicher machen soll. Die Auxilia, die berittenen Hilfstruppen germanischer Söldner, sollen den Marschweg auskundschaften und sichern. Anführer dieser Einheiten ist Arminius. Die Armee, der er vorausreitet, muss ein beeindruckendes Schauspiel geboten haben. Zug maß je nach Landschaft bis zu 15 Kilometer. Das Ziel der Legionen war der sogenannte Weserbruch bei Minden. Hier durchbricht die Weser die Höhenzüge des Teutoburger Waldes und des Weserberglands. Die Lage des römischen Sommerkastells war lange Zeit umstritten. Einen Nachweis suchte man vergebens. Erst 2008 stoßen Archäologen in einem Wohngebiet nahe der Weser auf Spuren der Römer. Noch stehen die Untersuchungen am Anfang, doch die Funde wie dieser Hering eines Legionärszeltes sprechen für eine römische Militärbasis, wenn nicht gar für das Sommerlager des Varus. Vom Sommerlager aus machte sich der römische Beamtenapparat an die Arbeit. Es wurden Tribute eingefordert. Hiermit machte Varus deutlich, wer der Herr in Germanien war.
Allerdings ging er bei seiner Arbeit ohne Fingerspitzengefühl vor. Wie schon in Syrien setzte der Statthalter auf die Politik der eisernen Hand. Schreib alles auf. Ich will genau wissen, wie viel Holz geliefert wurde. Alles, was hier liegt. In Ordnung? Für die römischen Steuerbeamten ist in den kleinen Dörfern nicht viel zu holen. Sie nehmen uns alles. Die Germanen sind Selbstversorger. Überschüsse wirft das Land kaum ab. Als die geringen Erträge konfisziert werden, schlägt den neuen Herren zunehmend Hass entgegen. Er wird durch die Anwendung des römischen Rechts weiter geschürt. Dass ein Einzelner wie Varus über streitende Parteien richtet, widerspricht zutiefst dem Rechtsempfinden der Germanen. Es ist ein Privileg des alteingesessenen Adels, auszuhandeln, was Recht ist. Er hält sich dabei ein uraltes Gewohnheitsrecht, das nirgends niedergeschrieben ist. Ich verurteile die Angeklagten wegen Diebstahls zum Tod am Kreuz. Überleben und Tod eines freien Mannes aber richten nach germanischer Vorstellung allein die Götter. Selbst Diebstahl und Mord werden mit einer Geldzahlung gesühnt, dem sogenannten Wehrgeld. Der hochmütige Varus aber nimmt auf die heiligen Traditionen der Germanen keine Rücksicht. Alle diese Stämme hatten natürlich ihre besonderen Bräuche, ihre besonderen Rechtsgewohnheiten. Wir wissen, dass die Adligen oder einzelne Adlige das Recht hatten, nun wirklich also auch für die Ordnung zu sorgen. Aber alles das war Tradition, das war nicht aufgeschrieben, das war, wie man spöttisch sagen könnte, gesundes Volksempfinden bei den Germanen. Und die wollten sich natürlich von Fremden da nicht sagen lassen, was sie tun und lassen dürfen. Varus versucht mit aller Macht, Recht und Gesetz buchstabengetreu durchzudrücken. Arminius gerät zwischen die Fronten. Ist das unerbittliche Vorgehen Roms gegen seine Landsleute rechtens und notwendig? Und vor allem, wohin gehört er selbst? Das Vorgehen von Varus in Germanien war nicht grundsätzlich anders als das, wie Rom sonst vorgegangen ist. Er musste die Rechtsprechung versuchen einzuführen, denn das gehört zur römischen Provinz dazu. Und wenn das den Germanen nicht gefallen hat, dann ist das auch wiederum eine ganz normale Reaktion der Germanen. Im Land gärt es. Varus lässt aufflackernde Unruhen niederschlagen, Anführer hinrichten, Siedlungen niederbrennen. Und Arminius? Er hatte seine Landsleute in der Kindheit als freie, stolze Krieger erlebt. Als Heimkehrer trifft er auf Entrechtete, unterdrückt, ausgerechnet von der Macht, in deren Diensten er steht. Der junge Cherusker war an einem Scheideweg angekommen. Und er entschied sich gegen Rom. Arminius hatte offensichtlich Erfahrungen gemacht, die ihn zu diesem, man muss schon sagen, Sinneswandel geführt haben. Die römische Welt wird ihn zutiefst fasziniert haben. Er hat aus ihr alles das aufgenommen, was für sein aktuelles Handeln dann notwendig gewesen ist und hat das dann dazu angewandt, zusammen mit seiner Prägung durch die germanisch-keruskische Welt zusammen eben gegen Rom zu wenden, das ihm in mancher Beziehung offensichtlich nicht mehr geheuer war für die Zukunft seines Stammes. Vielleicht aber treiben Arminius auch eigennützige Ziele zum Verrat an Rom. Sein Führungsanspruch im eigenen Stamm habe durch seine Nähe zu Varus gelitten, vermuten Historiker. Ein erfolgreicher Aufstand gegen die Besatzungsmacht hätte ihm auf einen Schlag eine enorme Gefolgschaft aus vielen Elb- und Weser-germanischen Stämmen gesichert.
falls in Arminius der Ehrgeiz herrschte, wie ein König über ein geeintes Germanien zu herrschen, konnte er die antirömische Stimmung im Land für seine Ziele nutzen. Was hier wirklich bei den Cheruskern sozusagen abgelaufen ist, darüber wissen wir nichts. Aber deswegen kann man letztlich nur etwas vermuten. Und man sollte bei Arminius eben auch durchaus eigene, egoistische, vielleicht ja auch von seiner Seite aus berechtigte Interessen durchaus vermuten. Ganz sicher war er ein Mann mit einem sehr, sehr starken Machtimpuls. Also dieser persönliche Trieb, den man mag es auch gleichzeitig als Freiheitskampf gesehen.